Meine sehr werten Österreicherinnen und Österreicher, es ist wieder soweit. Der flauschige Hund aus Österreich ist wieder da und wird jetzt mit Ihnen zusammen mit mir in Ihrem Bundeskanzler ein bisschen auf Geisterjagd gehen. Wir freuen uns, wir wissen, die Corona-Ampel ist derzeit auf Rot, aber wir werden jetzt durchstarten. Hier ist der Hund. Vielen Dank an Sebastian Kurz für diesen wunderschönen Einspieler und willkommen zurück zu einem neuen, ich wollte schon fast sagen, Real Life on a Livestream, wie ich heute mit Brille. Ich dachte mir so, ich sehe heute vielleicht ein bisschen schlauer aus als sonst. Ich freue mich auf jeden Fall, wer heute auch mit dabei ist, der kann auch gerne schon wieder ein Like da lassen. Natürlich auch komplett kostenlos ein Abo da lassen. Daher Kurz ist natürlich auch mit Teil ein Abonnent auf diesem Kanal. Und heute natürlich mit einem ganz besonderen Gast auch noch, die Schandl. Hallo. Ja, und wir gehen heute auf Geisterjagd und ich freue mich einfach drauf und wir werden heute einfach ein bisschen chillig streamen, schätze ich mal. Ja. Einfach einen auf gechillt machen, Leute. Heute wird chilliger Stream, wieder ein bisschen auf Geisterjagd. Ich setze alles auf Profi. Was hast du gesagt? Nix. Ich habe nämlich ein bisschen Angst davor, ihr wisst Bescheid, deshalb habe ich mir eine Brille aufgesetzt. Ich habe ein bisschen Angst. Das Short hier am Anfang. Was soll die Brille? Ich habe mir gedacht, das lässt mich heute ein bisschen schlauer wirken. Und vor allem, dass meine Geisterbrille, damit sehe ich vielleicht die Geister ein bisschen besser. Officer Hartmann 1:7, danke für eine Rune. Kuba haut 1:7 raus, aktiv dabei. Sunny 1:7, auf einen guten Stream. Und Mina Gerst, guten Abend, Xion. Ich bin heute mal pünktlich. Ja, ich bin heute mal wieder ganz unpünktlich, wie immer. Und Blue Light Spotter 1:2 hat vor 5 Minuten schon donated. Und der Yannick auch vor 14 Minuten, habe ich noch gar nicht gestreamt. Ist es spät, ich kann nichts dafür. Was ist denn? Ist immer da kurz. Start mal durch, du. Wo gehen wir jetzt hin? Kannst du ja, starten? Ja, ich bin schon bereit. Ja, ich bin auch bereit. Achso, du bist schon bereit. Du bist bereit, Dricken. Ah, der hat komplett vergessen. Der Hund vergisst gerne. Warum sind da Donis vor 20 Minuten? Ich bin gerade voll verwirrt. Das sind Donis vor 21 Minuten, der Jonas. Kannst du Grafikeinstellungen zeigen? Ich glaube, der liebe Jonas dachte, ich livestreame gerade RLO oder sowas. Das war vor 21 Minuten, weil du nicht mal live, Bruder. Manuel Rost, ja, der Streberhund ist zurück, so süß. Oh, dankeschön. Ja, ich habe mir heute echt extra fein gemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, lass mal eine Brille aufsetzen, sieh mal schlauer aus. Wenn schon im Thumbnail ist, dann machen wir das natürlich auch. Das ist mir egal. Bitte, was ist dir egal? Scheißegal. Okay, ist dir alles scheißegal? Also, ich muss nur was einstellen, so zack, boom. PC dreht durch. Dein PC dreht durch, perfekt. Du reden mit dem Geist oder so. Ich soll reden mit dem? Na, ob du möchtest oder ob ich soll. Mit der Geisterbox. Mit der Geisterbox. Das überlasse ich dir, meine Liebe. Dann schaue ich mal hier, was es gibt. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. EMF-Reader nehme ich mit, by the way. Den nehme ich. Die geht's auch gut. Ja, so. Passt, dann machen wir das so. Dann erreichen Sie den durchschnittlichen Geisteszustand. Wert von die nennen Sie. Lustig. Warte mal, lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Das Salz nehme ich mit. Wo ist denn das Salz? Ah, hier ist es. Wir müssen mal den Raum finden. Ja, ja, warte mal. Eine Taschenlampe brauche ich noch und Fingerabdrücke vielleicht auch. Ach so, habe ich. Ja, warte mal. Du darfst nur drei Sachen. Ja, ja, ich merke es. Scheiß auf das Salz. Ich nehme das Ding mit. Ich nehme das Ding mit! Perfekt. Ziel 4. Lassen Sie den Geist. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Geist Nancy Thompson. Warum heißen die alle mit Thompson? Nancy. Warum heißen die Geister immer alle Thompson? Versteht das, wer? Ich nicht. Warte mal, nur ganz kurz. Mhm. So, warte. Ja, das wollte ich noch ganz schnell machen, warte. Mhm. Mhm. Und? Okay, jetzt bin ich fertig. Ich musste nur schon meine Übungen machen. So! Yes, sie nochmal. Nancy Thompson. Oh, die dicke Nancy, wo ist sie denn? Ist die dicke Nancy, wo ist sie denn? Oh, der Strom ist aus. Ja, wir müssen den Strom anmachen. Ich mach mal zu, ne, zur Sicherheit. Ah, ne, ich lasse sie mal offen, ey. Frau Thompson, wir sind hier, weil wir Ihnen Schokoriegel verkaufen wollen. Unter anderem Abnehmriegel. Wir haben gehört, sie sind stark übergewichtig. Wie, wo ist sie denn, Frau Thompson? Wo ist sie denn? Ja, ich mob sie ein bisschen, dass sie matt wird, dass sie sich zeigt oder so. Miss Thompson, wir sind nur hier, weil wir eine Schokolade verkaufen wollen. Strom ist an. Boah, Alter, du hast mich gerade erschrocken. Ah, ich habe was gefunden. Da ist ein Abdruck. Da ist ein Abdruck. Abdruck, meine Damen und Herren. Musst du ein Foto machen davon?
Yes, ey, wir sind gut. Wir sind gut. Die Frau Thompson ist ends mit. Frau Thompson, Sie haben einen wunderschönen Geschmack für Männer. Das kann ich Ihnen nur lassen. Ah, schönen Pool haben die da draußen. Will ich auch. Warum kann man da nicht rausgehen, Bruder? Mit der Folge in den Pool reinspringen. Es ist ein wunderschöner Tag zum Schwimmen. Nancy Thompson. Nancy Thompson, zeige dich oder ich komm zu dir. Nancy Thompson, Nancy Thompson, vielleicht im Keller, wir wissen's nicht. Aber warum habe ich das Ding überhaupt? Also ich muss nur den hier nehmen. Nancy Thompson, Nancy Thompson, hier ist deine Welt zu Haus. Nancy Thompson, die kommt da nicht. Also im Keller ist mal nix. Ich spüre gar nichts im Keller. Was ist mit Tiramisu? Ist nicht so meins Tiramisu, ich bin eher so der Schoko über Schoko. Schoko. Oh, 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 wir haben Wert von 2. Ah! Ja, hallo? Speck Aperillo? Ja, hallo, da ist der Richard. Ich hätte bitte gerne eine Pizza Amalgam mit ein bisschen Ananas. Wäre das möglich? Oh, es flackert. So, ich muss auflegen. Ich rufe nur auch mal morgen an. Ja, wir haben ein kleines Problem. Tschüssi. Wir hatten gerade Gefriertemperaturen. Schau, wir haben... Schau, siehst du das? Was haben wir? Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Gefriertemperaturen. Okay, das war aber schon lange nicht mehr, dass wir Gefriertemperaturen... Ist gut, oder? Stimmt. Frau Thompson, ich bin nur hier, weil ich Ihnen die Schokolade verkaufen wollte. Das ist alles gut? Die Frage ist, wann zeigt denn der... Rülpsen. Wo kommt denn die her? Ist die, glaubst du, da drin oder so? Alter, die wird gerade erschrocken, die Alte. Alter. Ich dachte gerade, steht da, ne? Ich mach dir lieber an, ey. Tschüss. Warum gehst du? Hallo, warte auf mich. This is the sound of a spinde. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. So, also ich habe einen Ausschlag auf 2. Also ich hab keinen Ausschlag. Ich meine, der Ausschläger ging auf 2. Und die Frau Thompson war anscheinend ends mit. Okay. Nimmst du das Buch mit? Ja, warte mal, lassen Sie den Geist durch Salz wandern. EMF-Reader ging schon an, das ist auf Stufe 2, aber der hat sonst nichts gemacht. Dann nehme ich das Salz mit und das Buch, hast du gesagt, soll ich mitnehmen? Das können wir dann auch mitnehmen, jawohl. Ich bin ready! Du, in welcher... Schandl? Hallo? Hallo, hörst du mich? In welcher Region ist sie denn gewesen, die Alte? Hallo? Ich höre dich nicht. Dort, hallo? Wo das Telefon klingelt hat. Ah, okay. Hör auf, Hallo zu sagen, wenn ich rede. Hallo. Der Strom ist aus, by the way. Ja, magst du kurz mal da reingehen? Warum soll ich da reingehen? Mal da rein, bitte. Okay. Wo soll ich bist da? Du? Bist du hier? Ach, scheiße. Mhm. Okay. Darf ich das jetzt hier auslegen, bitte? Ja. Wie lege ich das nochmal aus? Mit welcher Taste? Mit R. R, wie Rudolf. Ja. So. Da habe ich einen Knochenkuchen. Also ich nehme das lieber mit. Hallo? Hallo? So, und da das Buch auch noch. Warte mal. Knochen. Hallo? So. Ich bin fertig. Oh, da ist ein Knochen. Nimm den mit. Ich bin jetzt fertig. Ja, das Buch brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja schon. Du redest, glaube ich, durchs Funkgerät. Kann das sein? Nein, tu ich nicht. Ist das wegen der Gefriertemperatur hier drin? Ich höre dich so ganz stumpf nur. Oder habe ich irgendwas am Ohr? Das ist ganz stumpf bei mir gerade. Aha. Okay. Was ist mit meinem Mund heute los? Was mache ich denn falsch? Guck dir das an. Warte, das reicht's mir aber. Merkt ihr, dass mein Mund irgendwie... Heute, schau mal, wenn ich so hoch schaue. Was ist heute mit meiner Facecam los oder so? So geht's. Was habe ich denn heute gemacht? Guck dir das an, wie mein Mund heute die ganze Zeit... Ich krieg, glaube ich, gleich einen Epileptiker. Zeig oder dich! Oh nee, bitte nicht. Zeig dich! Gib uns ein Zeichen! Nancy Thompson! Nancy Thompson! Nancy Thompson! Ah, jetzt ist weg! Hallo? Frau Thompson, wir sind nur da, weil wir ihre Toilette putzen wollten. Krabbe? Ich glaube, da hinten steht wer. Oder? Nancy Thompson! Nancy Thompson, Nancy Thompson, zieh dich aus! Nancy Thompson, Nancy Thompson in deinem Haus, auch keine Ahnung. Die hat ein Kochbuch, was steht denn da drin? Cooking Pro. Die ist fad. Ja, die will auch nicht. Die zeigt sich nicht, aber. Nancy! 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 Nancy!
Nancy, so legst du auch das Salz an die gleiche Stelle. Ja, aber die ruft eh an und fragt, ob wir hier sind. Ich dachte, das passt so. Oh, sie flackert. Wo flackert sie? Nancy Thompson. Ich hör was. Zeig dich. Ich hör was. Gib uns ein Zeichen. Nancy Thompson. Frau Thompson, wir sind nur hier, weil Nancy wir AA Thompson. Machen wollen bei ihrem Haus. Aber wenn wir jetzt Monte sein Haus, hätte uns schon rausgeworfen und ich AA müsste. Ich geh mal raus, ne? Ich lass sie mal allein hier drin. Viel Spaß. Das ist das nice. Vielleicht müssen wir sie ein bisschen... Vielleicht zeigt sie sich halt nicht. Schauen wir unseren Wert mal an. Ob er 125 ist. Wir haben sie eigentlich relativ gut getriggert da drin, muss ich sagen. Aber wir sind... Alter, die nimmt uns gar nichts weg. Was ist denn da los? Die nimmt uns nichts weg, wir haben die Hälfte verloren. Was warst du? Ein Geist durch Salz wandern. Aber die müssen wir übelst triggern, dass die irgendwie rauskommt. Was können wir... Hast du schon im Journal alles eingeben? Nee, warte, muss ich noch... Sicher. Sollen wir sie übelst aufs Letzte beleidigen, die Frau Thompson? Ja, natürlich. Dann muss ich aber sagen, dass die... Ich hab's ja eh schon beleidigt. Warte, wir haben jetzt... Gefriertemperaturen haben wir... Fingerabdrücke haben wir und vielleicht das letzte Geisterorb oder ich weiß nicht, Salzwandern. Ja? Lach mal. Okay. Dankeschön. Soll ich jetzt unser Kruzifix mitnehmen? Vielleicht ist das, was sie. Hallo? Soll ich ein Kruzifix mitnehmen? Ja, nimm's mit. Okay. Ja. Vielleicht nerv ich sie damit, ja. Es kann ja sein, dass ich damit trigger. Ich nehme ein Kruzifix mit. Dann schauen wir, ob es ein bisschen deppert wird da drin, ja. Ah, das Türchen aufmachen, immer schön, nicht vergessen. Frau Thompson, wir sind wieder hier. Der Strom ist wieder an. Aha. Der war die ganze Zeit schon an. Hast du ihn wieder an? Die läuft nicht durch Salz. Du hast das fix falsch aufgegeben. Die will da fix nicht durch. Da ist gar viel zu viel Salz. Ja, dann wieder. Da ist doch nicht zu viel Salz. Du hast alles auf eine Stelle gelegt. Ja, mach mal normalerweise so, macht oder? Man das verschieden. Ja, ist mir doch jetzt egal. Frau nee. Thompson, wir haben ein Kruzifix für sie mitgenommen. Frau Thompson. Nancy Thompson. Frau Thompson, wir haben Ihnen extra ein Kruzifix mitgebracht. Ich weiß, was hat sie für eine Religion? Nancy ich weiß es Thompson. Nicht. Nancy Thompson. Warum soll ich da ein Kruzifix? Ich verstehe das sowieso nicht mit dem Kruzifix. Wer denkt dran, wenn er so ein Kruzifix bei sich hält, dass dann der Nancy Geist weggeht? Thompson. Und Löffel, schön. Schöne inneidische Kammer hier. Wo soll ich mal das Buch sonst hier Zeig hinstellen? Dich. Du blöde Kuh. Warte mal, ich nehme sonst das Buch Du fette Blutskuh. Also ich stelle das Buch du hier mal auf die... Du hässliches Stück Scheiße. Hier vorne auf die Tresen hier hin. Nancy, du bist hässlich. Hoppala, ich bin Nancy so blöd dafür. Thompson, du bist hässlich. Alter, schreck mich nicht! Alter! Du, das Buch brauchst du nicht mehr, Onkel. Warum nicht? Weil wir Alter. Alle drei Beweise haben. Zeschi, vielen Dank für 50 Euro! Der Zeschi! Zeschi, ich strühle mich halb ein hier. Und er schallert einen Fuffi raus. Du, vielleicht sollte nur einer hier drin sein. Kann das vielleicht sein? Dass die scheu ist? Ja. Ich gehe sonst mal, ja? Oh, da ist was. Ich geh mal. Ich hab Angst. So. Gut. Alter, Zeschi, vielen Dank für den ganzen Puffi. Ich hau mal raus, der Lasershow auf Zeschi. Leute, alle ein Like da lassen. Jetzt auf den Like-Button pushen. Hike. Like-Hype. Der Hype-Hype, genau. Der Like-Hype ist da. Auf die andere Art und Weise. Mit Brille. Sieht doch 10.000 mal geil aus, oder, Leute? Mit Brille. Ganz außergewöhnlich. Auf Zeschi sein Nacken. Oh, schon Muskel. Mit was könnte ich die Alte da drin triggern? Ich frag mich gerade mal. Vielleicht mit Räucherstäbchen? Oder ich weiß was, ich nehme die Kerze mit. Oder ich mit was soll ich die triggern? Ich muss irgendwie das auf die Kette kriegen, dass die Ents mit auf mich wird da drin. Man guckt ja die Geistesaktivität da drin an. Die ist übelst low. Obwohl wir so viel Scheiße drin bauen. Es ist unglaublich. Dankeschön an Lauchbeschützer. Hallo, hab fast alle Streams und Videos zu dir angeguckt. Darf ich mal mitspielen? Ich glaube, es wollen sehr viele mitspielen. Du kannst mitspielen auf dem Server, auf VLive Online, wenn du dich dafür bewirbst. Da musst du halt mindestens 18 sein, dann halt auf dem Server mitzocken. Miss Thompson, ich habe ein Geschenk für Sie. Es ist ein Kruzifix. Ah, Mario, danke für den Sticker, für den großen. Wie heißt er? Mario, Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann es nicht lesen, weil der Sticker das immer verdreckt. Alter, da hat ein Fuffi raus als Sticker. Das ist ja das, was irgendwie voll selten ist. Vielen Dank. Oh. Hallo? Na,
Abend, ja? Die Frau Thompson ist nicht da. Die Frau Thompson, die ist gerade mit, ja? Ja, nee, die Frau Thompson, die wird sich heute... Na, die Frau Thompson, die ist heute nicht da. Ist vielleicht morgen da, ja? Ja, tschüss. Unglaublich. Alter, was ist... German Blood Chunk ist halt auch raus. Ich kann nicht mehr. 55 Euro! Wurde heute das erste Mal geimpft, in 6 Wochen das zweite Mal. Alter, Bruder, vielen herzlichen Dank. Und der schallert einfach raus, dass heute geimpft worden ist. Beste Duni, IO West, Bruder, man kennt's. Erstmal geimpft werden, dann den Stream schauen und erstmal 55 Euro rausflexen, um zu zeigen, dass man geimpft ist. Liebe geht raus, dann schon beim Blattschank ist 95, Alter, er ist immer dabei. Ah! Vielleicht laber ich der Alten zu viel. Schandl! Schandl, ich hab Angst. Nein! Nein! Schandl! Ihr habt gar nichts gemacht, ich hab eine Bier getrunken. My dude. Jo. Ja, toll, ey. Zuerst zeigt sie sich das nach 100 pro, weil ich ans Telefon gegangen bin. 100 pro, weil ich an das scheiß Telefon... 100%ig. Diese Blähe... Alter, wo ist sie denn? Ich will die jetzt mal sehen. Ich will die wirklich mal sehen, die alte Thompson. Zeig dich. Unglaublich, ey. Unglaublich. Zeig dich. So eine Präpotenz, die Frau Thompson. Aber da geht sie, guck mal. Können wir uns die mal vom Nahen vielleicht anschauen? Nee, ich sehe die auch gar nicht. Alter. Ihhh, deshalb sieht man sie nicht. Deshalb sieht man sie nicht, weil die geht hier am Boden rum, die alte. Ist ja voll ekelhaft. Gib dir die Frau Thompson. Guck sie dir an. Ist ja voll die ekelhafte alte Kuh. Ja, komm, die macht. Schau mal, hier ist ihr Klo von der Frau Thompson. Katzenklo. Aber schau mal, die geht hier nicht durch. Obwohl, warte mal. Warum geht die da nicht durch? Durch mein Salz? Ich habe das da extra hingestellt. Bitte, Frau Thompson, tun Sie mir den Gefallen. Auch wenn ich jetzt auch hier als Geist bin, gehen Sie doch mal hier durch das Salz durch. Da würden Sie mir uns helfen, ja? Wie geht der da hier? Ich verstehe die Alte nicht. Aber warte, das heißt, dass ihr Weg ist vom Keller in die Garage. Mehr geht hier nicht. Die geht hier nicht nach vorne hin. Ich frag mich, warum. Ich frag mich, was mit Shuttle los ist. Und schau mal, da ist sie. Das ist die Sound, da ist die Shuttle. Den Wert auf unter 25% haben wir natürlich 100 pro geschafft, dadurch, dass ich jetzt tot bin. Das haben wir jetzt zu 100% geschafft. Ey, aber die ist echt hartnäckig, Frau Thompson. Unglaublich. Also so einen Geist habe ich auch noch nicht gehabt. Aber gut, das ist das erste Mal, dass ich diesen krabbelnden Geist gesehen habe. Ich habe ihn noch nie gesehen. Also das erste Mal, Frau Thompson. Aber die geht ja auch nicht durch. Die ist ganz komisch, die Alte. Die ist ganz gut. Ich hätte das echt vielleicht... Also nächstes Mal tue ich das überall hinstreuen. Achso, hier ist Wäsche. Aber hier hinten liege ich, ne? Weißt du, Hauptsache... Spiel lädt, genau. Hat es geschafft, ihr Schandl? Ich weiß es nicht. Hallo? Hi. Die Frau Thompson hat mich aufgegessen. Durch Salz ist sie nicht gelaufen. Ja. Was ist? Durch Salz ist sie nicht gelaufen, weil du das Salz so blöd aufgegessen. Das stimmt nicht. Die ist da durchgelaufen, aber es hat nicht funktioniert. Ich schwöre dir. Ja, genau. Du weißt, was ist? Das war eine Krabblerin, die ist gekrabbelt, die Alte. Voll ekelhaft. Hast du sie gesehen? Nee. Nicht? Die war übelst ekelhaft. Ich wollte nur ein Foto von der Alten, aber sie hat sich nicht gezeigt. Ja, die ist ganz blöd. Ich hab da... Alter, Level 123, wie schaffst du sowas? Ich erstmal Level 11. Dafür kann ich hier cheaten, warte, pass mal auf, der Cheat-Kurdel. Wie er leibt und lebt, warte, pass auf, Leute. Oh, ach komm, warte mal. Weil das funktioniert jetzt irgendwie wieder hier. Das hat davor nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich fühle mich verarscht. Ah, jetzt. Ah. Warte mal. Man muss hier hin. Ja, es geht. Oder? Ah, nee, es funktioniert nicht. Egal. Ich will nochmal. Nochmal. Bitte. Oh, ist das ein Schalter? Ich bin nicht. Alter, wie hochauflösend der ist. On und off. Hochauflösende Schalter. Bereit drücken. Ach so, Entschuldigung. Natürlich bin ich dazu bereit zu drücken. Auf alle Fälle. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab Hunger. Ja, mehr hört man nicht. So, Operation der... nee, optionale Ziele. Operation Ziele schon gelesen. Ja. Man kennt's. Dankeschön an... Ich muss mal durchlesen jetzt hier wirklich. Ihr seid echt heftig am Support mal wieder. Officer Hartmann habe ich vorgelesen. Genau, da war ich da bei Manuel Rost. Das habe ich auch vorgelesen. Dann habe ich Alex the Blizzard noch nicht gesehen. Zu spät. Dankeschön, Alex the Blizzard. Xyuns, das lege ich mal nicht vor. Müsstest du bei RLO für dein Auto Marken bezahlen? Ob ich bei meinem RLO-Server Marken bezahle.
Ach, das meinst du? Nee, das muss ich nicht. Ich muss keine Marken bezahlen. Dadurch, dass das eine Mod ist, das müssten theoretisch Spielhersteller machen, aber eine Mod ist so, da musst du keine Marke für bezahlen. Uiuiui. So, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Rauchstäbchen. Okay. Hast du Rauchstäbchen dabei? Ich hoffe es mal. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistes eventuell. Oh, wunderschön. Erreichen Sie einen Durchschnitt. Kannst du lesen? Da steht Räucherstäbchen. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann es kaum lesen, über dem. Der Michael Thomas, los geht's. Ich sag nur, da ist immer so, das Problem ist, man hat eine Taschenlampe, die kannst du nicht ausstellen. Seht ihr die? Und die macht das sauhell und das tut den Augen weh. Egal. Nehmen wir mal das mal mit. So, was nehmen wir noch mit? Ach nee, nicht das Haus, da gehe ich immer drauf. Da gehe ich immer drauf in der Scheiße. EMF? Ja, okay. EMF nehme ich mit. Das ist mein Lieblingsgerät. Die Räucherstäbchen nehme ich mit. Nee, die brauchst du noch nicht. Ja, dann halt später. Was soll ich sonst noch mitnehmen? Ich kann's 10.000 Mal erklären. Das bringt nichts. Das Buch auch nicht? Ja. Das Buch bringt sich ja wohl was. Oder? Ist in der. Ja, wir müssen einen Raum haben, aber ich habe eh das Thermometer dann. Okay, perfekt, dann bin ich ready. Ja. Ready for my So, Nutella-Toast. Anti-Geisterbrille. Kannst du mich grüßen? Nutella-Toast grüßt natürlich. Ja, das ist meine Anti-Geisterbrille. Anders kleiner Schniepel ist auch dabei. Hab eine Idee für Aerilo 2.0-Job. Stricher. Bekomme ich 5 Dollar Money Rain. Dafür, für den kriegst du kein Money Rain. Was ein Job, Bruder. Hallo? Wir brauchen Stromkasten. Der ist sicher oben, oder? Was ist klar, hallo? Warum gucken wir einfach nicht nach, wo der Stromkasten ist? Ja, guck ich doch. Schau mal, da ist letztes Mal Andel gestorben, hier in der Ecke. Neben der Hundezeitschrift. Ja. Die Dog? Die Doggo? Die Dorsch? Da ist es nicht. Okay, dann, ich glaube, es ist oben. Dann ist es höchstwahrscheinlich oben, meine Damen und Herren. Michael Thomas? Jetzt hör auf, ich hasse dieses Haus, weil ich gehe da immer drauf. Bis jetzt jedes Mal, wenn ich da war, bin ich hier drauf gegangen gefühlt. Deshalb habe ich hier ziemlich Angst, weil das Haus mir unsympathisch ist, ja? Dieser Sessel, Alter. Pinky. Da ist Andel doch letztes Mal abgereckt, oder? Ich glaube, da recken alle ab. Und wo soll das jetzt sein? Ja, nicht da, weiter oben. Weiter hinten, meine ich. Es gibt kein weiter oben. Weiter hinten. Hinten. Da ist das Klo. Oh, es schlägt aus. Auf 3, hier hinten. Wie viel? Auf 3. Merken wir uns. Wo soll denn der Stromkastel sein, bitte? Wie heißt der Typ? Thomas? Thomas, wo ist denn dein Stromkasten im Haus? Alter, lass mich da hinten jetzt nicht da so allein, ne? Ich hab da ein bisschen. Der ist normalerweise immer an der gleichen Stelle. Eigentlich, ja. Wir könnten nachschauen im Van, aber machst du das gerade? Boah, bitte lass mich nicht allein hier. Boah, wie riesig ist denn das Scheißhaus? Wir bauten so einen Schmorn. Das ist der Sound auf die Spende. Um Gottes Willen, Herrn. Hä, wo soll denn der Strom sein? Brigitte! Das ist ein Knochen! Zeig uns wo. Da unten in der Waschküche war ein Knochen. Haben schon aufgesammelt. Ich muss ein Foto machen, du Heiser. Ach so, wusste ich nicht. Sag doch gleich. Da ist er. Wow. Ha, I did it. Das schiebt nämlich ganz anders. Ach, danke schön, Alter. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich bedanke mich bei mir selbst, weil ich gerade den Schalter gefunden habe. Thomas, circa. Hör auf, noch nicht. Wir machen erstmal über das Licht an, dass wir uns sicher fühlen. Ihr kennt das noch, wenn ihr damals als Kind in den Keller gerannt seid und hinter euch das Licht dann dunkel war, dass ihr raufgerannt seid, weil ihr Angst hattet, dass unten was auf euch wartet. Ich jedes Mal. Ich hab gut Minus gehabt. Ich jedes Mal. Ja, er müsste dann hier irgendwo sein. Weil hier ist es ausgeschlagen gewesen. Also er meddelt anscheinend hier auch durch. Da ist was, ist warm. Okay. Ja, hier ist schon mal, da hat auch was runtergeworfen, glaube ich, oder? Oder lag das schon davor da? Nein, randaliert schon.
Der randaliert schon anscheinend. Da hat's 8 Grad. Da hat's 2. Ich weiß ja, dass es hier war mit dem. Leg dein Buch mal her. Okay, ich leg da mal mein Buch her. Scusi, ich habe eine Frage an Sie. Könnten Sie in mein Tagebuch schreiben? Oder in mein Freundebuch? Dankeschön. Ja, Alter, ey, damals immer Angst gehabt. Aber auch nicht nur der Keller, sondern auch, wenn ich am Kühlschrank war am Abend, ne? Und unten war dann so das Licht aus wie hier gerade. Da bin ich immer so hochgerannt und... Ach, das waren Zeiten, das Kind. Das waren Zeiten. Aber Keller ganz, ganz heftig. Im Keller immer ausgemacht und gerannt nach oben. Aber da unten ist das Minus. Das haben wir alle gehabt. Da unten ist Minus? Verlage mal das Buch nach unten. Okay, wir haben Gefriertemperatur, okay. Ja. Du weißt schon, dass du nach oben auch runtermeddeln kann, ne? Ja, schon klar. Oh mein Gott! Ah, warum muss das genau bei mir sein hier oben? Alter, ich hab mich erschrocken. Ah, hast gehört? Das Telefon ging an. Ich hab grad voll Herzinfarkt bekommen. Was? Ich hab's jetzt, da ist aber ist. Buch jetzt? Ja, da, aber oben ging das Telefon gerade an. Dabei, ja. Okay, warte mal. Ich kann's nicht hinlegen irgendwie. Warum kann ich das nicht hinlegen? Achso, ich muss mich jetzt erst hinknien. Okay. Danke für diesen kleinen, aber feinen Herzinfarkt, liebes Tele. Warum werde ich immer angerufen eigentlich? Immer dann, wenn ich es gerade nicht benötige, meine Damen und Herren. Ja. So, Melina Bayer, Heikstürn hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, dann alles Gute nachträglich an die Melina Bayer natürlich. Du, was brauchen wir jetzt? Soll ich nehmen jetzt die Cam mit? Lassen Sie die, ja. Nimmst du das Stativ mit? Ich nehme mein Stativ mit. Ach, warte mal. Ach so, da ist die Cam schon drauf. Jawohl. Hoppala, warte. Ich nehme noch ganz schnell für Fingerabdrücke nehme ich noch mit. So. Ach so, dann bin ich nicht... Ach egal, komm, scheiß auf das Gerät. So. Das EMF haben wir noch nicht probiert. Ja, EMF also geht schon, nicht, da ist noch nichts. Das war zwei, drei Stunden. Noch nichts, aber... Ich schwöre dir. Ich habe so Angst, dass er da oben... Er hat, oder? Ich habe da was gesehen, da oben. Ah nee, das ist eine LOD-Stufe. Genau. Okay, seht ihr das? LODs. LOD Low und eingerichtet. LOD Low und eingerichtet. So. Schreibt mal rein, wer weiß, dass eine LOD-Stufe ist, ne? Das wissen nur echte Gamer. So, wo soll ich denn das hinmachen, das Ding? Ah! Oh, ich bin tot. Oh mein Gott. Warum immer ich? Warum immer ich? Ich hab gar nichts gemacht! Ich sag's euch, ich bin in diesem Haus, sterbe ich jedes Mal. Immer ich, ey. Immer. Immer. Schau dir das an, es ist immer in dem Scheißhaus. Ich sag's doch noch. Ich hab's gesagt, ich werde hier sterben. Ja, danke schön. Erstmal ein lustiges Bild machen von mir, ne? Guck dir das an, neben meinem Buch, das ich hier hingestellt habe, ey. Unglaublich. Ja, das ist, ich sag euch, in diesem Haus, ich hasse diese Map, weil ich hier immer abrecke. Gut, im letzten Haus bin ich auch abgereckt. Ich glaube, die Brille tut mir doch nicht so gut, ne? Seitdem ich die Brille trage. Oh, da schaut oben ist er. Oben ist er. Hier an. Das ist der ekelhaft. Und das Geräusch ist ekelhaft. Aber ich hab's gesagt, er ist hier oben, ne? Aber Schandl hört er nicht. Nein, er ist unten. Er ist unten. Und da ist er doch hier oben. Warte, ich nehme mal so ein Ding mit. Warte mal, schau mal. Achso, er geht doch runter, okay. Er sucht gerade Schandl. Aber gut, weißt du was, wir holen ganz schnell diesen Hasen. Das ist das einzige Gute, wenn wir tot sind, dann müssen wir keine Angst mehr haben. Davor hat es mich übelst gerissen, als dieses scheiß Telefon angegangen ist, ey. Da habe ich kurz einen Herzinfarkt bekommen. Direkt neben mir, nämlich. Ich bin ganz oben und auf einmal scheppert das Ding durch. Und wo ist denn dieser... Weiß nicht, der ist hier an der falschen Stelle. Ich suche gerade diesen Hasen. Wo ist denn der? Eine Hase hin. Ich wollte... Ah, hier, den vielleicht. Ja, den kann ich aufsammeln, genau. Dann gebe ich ihn mal zu Schande rüber, dann erschreckt die sich vielleicht. Die kann ich dann hinschmeißen, das sieht sie nämlich. Ich glaube, sie sieht das. Ich weiß nicht, sieht die das? Schau mal hier. Hier ist Schandl. Ich bin ein Geist und schenke dir einen Teddybären. Ah, sie hat's gesehen. Bisschen erschrecken. Ja, Mann! Ja. Sie kackt sie selbst schon ein. Ich nehme den mit als Präsent, auch wenn ich nicht mehr da bin. So.
Ich schalte den hier mal so rein. Ja moin, der hat abgezogen. Die das nicht? Also. Boah, Alter, der zieht aber ganz schön ab. Du bist ja grad da, ne? Du kannst schon einmal Geisterbox eingeben. Mhm. Ah, ich kann noch eingeben, das wusste ich gar nicht. Geisterbox. Und Geisterorbs. Geisterbox, Geisterorb. Ja, was fehlt denn noch? Lass ein Team mit Gezeuge des Geisters-Events werden und das ist nicht abgehakt. So, meine ein Damen und Herren, das ist einmal wichtig. Eine Frechheit, eine Bodenlose. Eines Geister-Events werden. Weißt du, ich war Teil dieses Geister-Events und es hat trotzdem nicht gezählt. Wunderschön. Dankeschön an MFTV2406 für 10 Euro, bist der Beste. Dann Jonas, kannst du die Grafik von Phasmophobia zeigen? Achso, die. Eine Option. Ich habe sie ganz normal eingestellt hier. Audio. Ich kann es dir gar nicht gerade zeigen, Bruder, weil ich kann es nicht einstellen. Ich glaube, ich habe auf hoch, aber nicht auf sehr hoch. Für die wenigsten Spiele auf sehr hoch, wenn ich streame vor allem, weil es zieht dann zu viel Leistung. Oh, schon, kann ich mitgucken. Dankeschön an Giant für 10 Euro. Wie geht's? Dankeschön, geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Der Johnny491, Professor Hund, heute mit seiner... Kommolitionin auf Geisterjagd? Was ist eine Kommolitionin? Bin ich gerade komplett lost? Das heißt... Eine Kommilitionin auf Geisterjagd und auf einen schönen Livestream. Dankeschön, Johnny491. Ja, ich bin da. Warte mal, ich muss ja dir. Ja, okay. Hast du alles eingeben? Ja. So. Scheiße, ey. Immerhin habe ich noch alles eingeben können. Dankeschön an Kurama4 für 1 Euro. Hi. Wann kommt eigentlich nächste Minecraft-Stream? Und hast du eigentlich schon bei Rusted vorbei? Habe ich noch nicht vorbeigeschaut, aber ich schau mal, wann wieder Minecraft kommt. Ach du Scheiße, geht's wieder ab. Immerhin 25 Dollar bekommen. Hallo? Es war schrecklich. Na? Es war schrecklich. Du bist einfach schlecht im Flüchten. Nein, ich kann mir keine, weißt du, ich habe so Angst, ich traue mich, dass ich mir nach vorne gehen, weil ich hinter mir schon den scheiß Geist höre und dann habe ich immer Angst und renne schon. Und dann, weißt du, wo ich mich auch... Ich bleib stehen und versteck mich so in der Ecke, so. Und hoffe, er sieht mich nicht. Bringt aber nichts. Warum nicht? Weg. Ja, ah, super. Bringt... Geil zu wissen. Du musst dich im Schrank oder in einem anderen Raum verstecken. Ja, das wusste ich nicht. Da mache ich das nächste Mal so. Oh, erstmal ein Red Bull, Leute. Alle mal das Red Bull-Emoji schreien. Emoji, genau. Du. Wenn... Dingenskirchen, wenn du jetzt in einem Raum bist oder im Schrank und du siehst, dass die Tür ganz leicht aufgeht, dann versucht der Geist reinzukommen, dann musst du die Tür ganz schnell wieder zumachen. Warte, wir testen das mal, komm. Funktioniert nicht immer. Wir testen genau, das mal. Ja? So, ja. Genau, du bist jetzt rein, der Geist. Genau. Ja, ich mache jetzt so auf. Oh. Immer schön zumachen, ja? Gestorben. Warum wäre ich schon gestorben? Genau, der tut dann kurz andocken, weil der macht die Tür dann auf. Genau. So machst du. Ich muss gehalten lassen oder was? Okay. Ja, ich mache es immer unterschiedlich. Entweder ich halte sie, wenn es eine große Tür ist. Scheiße, ist ja voll creepy. Ja, weiter geht's. Nee, ein Stück Scheiße. Ja, wie geht's? Asylum? Weißt du, was geil ist? Highschool. Wollen wir in die Highschool? Was ist das andere? Hallo? Asylum. Was ist das Asylum? Asylum ist eine Irrenanstalt. Dann bitte die Schule. Back to the school, please. Da habe ich mehr Bock drauf. Ich muss sagen, mit dir habe ich weniger Angst als mit Andl. Bei Andl habe ich immer Sauschiss. Weil Andl nie weiß, was er gerade macht. So, Nexi Plays haut 50 Euro raus mit 1 zu 7 Ehrenhund. Ich würde sagen, Leute, da auf ein Like halt. Auf die 5k Likes, wie auch immer, wir schallern raus. Vielen Dank für 50 Euro, Bruder. Liebe geht raus. 1 zu 7 Ehrenhund, man kennt ihn. Leute, schallert alle mal euer Herz raus in den Chat. Macht ein Like für dieses Stream und abonniert und aktiviert das Glöckchen, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Ihr wisst ja, Road to 1 Million mittlerweile. Ja, schauen wir halt, ne? Hoppala, falscher Knopf. Hallo? Oh, nochmal falscher Knopf. Ich wollte das hier ausmachen, so. Ich bin auf zwei verschiedene Köpfe gekommen. Wir müssen hoch. Lassen Sie den Geist fahren, ihr du Salz wandert. Ich nehme dieses Mal das Salz, by the way, dann mit und mach's richtig. Wir müssen hoch. Machen Sie ein Foto vom Geist. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand des Bewegungssensors. Haben wir sowas überhaupt? Okay. Schande, wir haben keinen Bewegungssensor. Mal wurscht. Das ist, ja, da können wir die eine nicht machen, aber egal. So, ich nehme mein
Scheißding mit, dann nimmt man Salz mit und noch ein Partyalarm. Sein nächstes Blazer nochmal ein Fufi raus. Einen vielen herzlichen Reiz. Uiuiui, wir müssen uns konzentrieren, Jungs und Mädels. Wir müssen uns konzentrieren, immer diese 50 Euro Dunis hier. Schallatz raus, sag aber der Schallatz. Der Schallatz aber ganz schön. Der Schallatz aber ganz anders. So, warte mal, wo müssen wir hin? Schandl? Warte, ich habe glaube ich noch einen. Ah, ne, ich habe doch keinen Platz frei. Okay, perfekt, ich komme dir nach. Leute, wir gehen jetzt in die große Schule, in die Middle. High School? Middle? High School? Keine Ahnung. High School, ja, High School. Oh, was ein schöner Baum. Ist halt ein schöner Baum. Warte auf mich, ich bin noch nicht da. Ich habe den Baum angeschaut. Das war, glaube ich, eine große Fichte oder sowas. Keine Ahnung. Boah, ist die geil, die Schule. Da will ich unbedingt auch zur Schule gehen. Hey, hat wer sein Klassenbuch? Was steht denn da drauf? Social Studies of Science. Okay, was steht hier? Geografie, da braucht keiner. Geografie braucht doch kein Mensch. Kennt ihr diese Videos, wo so ein Ami andere Amis im Chat fragt, kannst du mir drei Länder außerhalb von Amerika sagen? Und dann sagen sie, auf alle sagen Europa. Ich muss jedes Mal lachen, das ist richtig heftig. Ah, wir müssen hoch, okay. Ist der Strom noch nicht an? Nee. Achso, ich hab schon gedacht, du hast mich nicht gehört. Okay, machen wir den Strom noch an und dann... Gut. Oh, das ist seine Lichter, ist das... Da habe ich letztes Mal gescheitert, by the way. Das heißt, das wäre das erste Mal, dass ich das hier schaffen würde. Muss aufpassen, der Flur ist nass. Hallo? Schau, Smokey ist hier. Ja, Smokey ist immer da. Hast du gehört? Sag mal. Ja, ich habe eine Orientierungsstörung. Ist jetzt der Strom an oder nicht? Nee, ich dachte, der ist da irgendwo. Ich bin verwirrt. Vielleicht da hinten ist noch ein Ding. Komm mal. Ey, lass mich nicht allein, du. Ich lasse mich einfach allein, ich glaub's nicht. John Milton. Der Geist heißt... Nee, das lese ich auch nicht vor. Da wird das Stream erstmal gelb. So, No Face. Mein Freund hat Discord-Call gerade gesagt, dass er einen Dummkopf sich spenden will, obwohl du doch nur ein süßer Hundi bist. Ja, du, dass ich ein Dummkopf bin, das weiß ich selber auch. Nicht nee, Spaß. Ja, du, er hat aber auch recht. Man muss ja auch niemandem was spenden, ne? Ich sag ja, wie es ist. Ich meine, wir Streamer leben davon. Gut, die anderen Streamer eher nicht, weil die haben kein... ich sag mal so, die anderen Streamer haben jetzt richtig fette Verträge. Aber ich bin so ein Streamer, ich habe keine fetten Verträge mit irgendwem. Das heißt, ich lebe wirklich davon. Das heißt, wenn mir wer wirklich was spendet, davon lebe ich tatsächlich. Das ist, Das ist ja das Krasse, mit meinen Donis verdiene ich ja mehr als durch die YouTube-Werbung. YouTube-Werbung gibt bei mir nicht viel ab, muss ich sagen. Es liegt aber auch daran, dass ich halt sau viel live streame. Da ist die Werbung nicht so prickelnd. Und oh, jetzt ist das Licht an. Und deshalb, ich lebe davon, wenn mir wer donatet. Und das ist, was sehr viele Streamer ja mittlerweile nicht mehr haben. Die sind da relativ unabhängig. Ich bin dann noch relativ abhängig. Weil natürlich, ich könnte jetzt, sagen wir mal, mein ganzes Stream mit Werbung vollballern. Das habe ich auch schon im letzten Stream erwähnt, dass das gehen würde. Ich davon mir relativ viel Geld mit einstecken kann, aber ich sage so, Geld ist nicht alles. Das ist es ja. So. Was habe ich heute gegessen? Emmel mit Salami und Käse. Oh. Kinderjoy. Drei Stück, ne? Ah nee, du hast nur eins gekauft, aber meint. Ich durfte nicht drei kaufen. Du durftest keine drei haben, so ist es. Oh, mein Sugar Daddy hat gesagt nein. Der Sugar Daddy sagt immer nein. Hallo. Oh, schöner Stuhl. Warte, kann es sein, dass hier das geklingelt hat? Ah, nee, doch nicht. Nee, ich höre es. Warum machst du mir die Tür zu? Hallo. Hallo, ich komme nicht raus. Hey, hallo. Hallo. Was soll das? Achso. Ich habe die Tür nicht aufbekommen. Ich war zu dumm. Jetzt Zechi und Fufi raus, gönnen! Dankeschön! Alter, Zechi, hau nicht so viel raus, du! Du Wuppel, du Kleiner, du! Schaller dann nochmal ein Fufi raus! Gönnung! Vielen, vielen, vielen herzlichen Reiz! Dann komm, wir lassen mal einen manuell für dich da. Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so low key. They don't truly know me. Guten Tag!
So No Face, mein, also das habe ich vorgelesen von No Face, genau. Shy Fox, bin wieder da, hoffe, dir geht es gut, hoffe, du kennst mich noch. Ich kenne Shy Fox auf jeden Fall noch. Der scheue Fuchs. Ui. Da hat er sein Heft wieder liegen lassen. Können wir deinen Namen lesen? Was steht denn hier drauf? Gib uns ein Zeichen. 1968? Huiuiui, ist aber alt, die Schule. Wie ist der Deppert? Ein Heft von 1968. Eine ganz alte Schule. Das schiebt nämlich ganz anders. Kann sein, dass es vielleicht unten ist. Weil ich habe hier keinen Ausschlag von irgendwas. Ich hab gib uns ein Zeichen. Was für ein Ding. Du, ich glaube, wir sollten mal runtergehen. Oben ist nichts. Also ich habe keinen Ausschlag, kein gar nichts. Gib uns ein Zeichen. Ich habe einen Reizdarm. Interessiert ihn auch nicht. Komisch. Komischer Geist. Ich dachte, Reizdarm spielt er direkt an. One. Ist unten, nee, das ist da, ja, ist, ich sag doch, ist unten. Mir hört ja keiner zu. Das war hier vorne irgendwo. Wo? Da vor uns müsste das sein, wenn es mich nicht ganz irrt. Oh ja, da schlägt's aus. Auf. Da ist sie. Hast du gesehen? Ja, komm, komm. Wir haben den Raum gefunden. Ich mach auf und sie steht direkt da drin und so. Hallo! Alter. Wie wär's, wenn wir erstmal rauskriegen, erstmal abchecken, ob unsere Health noch okay ist? Ich bin ehrlich. Ja, da drin ist sie. Ja, ja. Gehen wir erstmal raus und checken unsere Health ab, bitte. Ja, da komm her. Ja, wo? Ah, da vorne. Ich, sehe ich aus wie ein Hund, ist mich rumkommandierst? Unglaublich. Ja, eben schon. Das ist das Problem. Ach so. Ergibt Sinn. Okay. Uiuiui. Ich habe mir ganz kurz das heißt, einen eingeschmiert. Wir müssen dann rechts rüber. Aber siehst du, ich hab gesagt, ja, ich auch. Ich mach. Das heißt, sie ist da drin in dem Häuschen. Hier unten, da schläft sie. Aber was macht ein Geist in der Schule? Lernen. Ja. Das ist ein Anti-Witz, ey. Weißt du, was ein cooles Update wäre? Was denn? Wenn die dich draußen auch handeln können. Ach nee, da würde ich Anfall kriegen. Aber was ist geil, wäre vielleicht eine Map, die draußen ist, an Friedhof oder so. Oder eine Kirmes-Map in der Geisterbahn, das wäre doch geil. In der Geisterbahn nach Geistern suchen. Okay, nimmst du das Buch mit? Hey, jetzt ohne Scheiß, das wäre aber ein geiles Update, das werde ich reinschreiben. Ja, ich nehme das Buch. Ausgeschlagen auf 4, das heißt nicht auf 5. Die ja, eine aus, Kamera ich, auf ich nehm Helf mit, ne? Ja. Was muss ich? Die eine Kamera auf dem Stativ. Mhm. Muss erstmal die Kamera draufschrauben. Hallo, bitte tun Sie mir den Gefallen. Guck mal gleich. Okay, warte mal. Was braucht man noch alles? Braucht man Salz, Buch? Was braucht man? Das Salz. Ja, Buch. Und Salz braucht man nicht auch? Nee, du warte kannst mal nicht alles. Ist überfallen. Salz. Nee, warte, dann lege ich das Buch ab oder brauchen wir das Buch auch? Ja, wir brauchen das Buch auch. Wozu brauchen wir? Okay, dann lege ich das Salz halt weg. Warum bist du so salty? Du, Schande, warum bist du so salty? Weil ich dir 10.000 Mal erklären muss. Okay, alles gut, ich komme mit. So, Anti-Noobbike. Was sagst du zum Thema Noobbike in GTA Online? Du, ich bin ganz ehrlich, GTA Online ist leider nicht mehr das, was mal war. Ich habe damals auf der PS3 GTA Online gesuchtet. Und seitdem es diese ganzen fliegenden Fahrzeuge gibt und diese ganzen Abfuck-Sachen, was einfach nur viel Geld kostet, spiele ich kein GTA Online mehr. Weil die das Spiel komplett verschandelt haben damit, finde ich. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass GTA 6 anders wird, aber ich kann es leider nicht sagen, wie es sein wird. Aber ich glaube, sehr viele fühlen das, dass GTA Online nichts mehr ist. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt einen RP-Server. Weil GTA Online einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Gell?
So, Anti-Noob-Bike. Dankeschön für den Euro nochmal. Geldern. So, bin schon seit Fortan LSBDFA dabei, habe schon 200 Euro gespendet. Kennst du mich? Der One-Incher-Ben, ich kenne keinen One-Incher-Ben. Ich kenne nur einen guten Ben. Der ist direkt rechts in die Ecke da. Rein. Soll ich das schon hinstellen? Ja, ja. So, was ist das? Noch anmachen, das Ding? Oh, warte, jetzt hab ich's... Voila. Du verplemperst so viel Zeit, währenddessen sterben wir. So, warte, wie mach ich das Ding an? Ah, jetzt, okay. Und das Buch? Dahin? Jetzt gehst du kurz raus. Ja, ja, genau, warte. Also ja. Genau, leg's einfach hin. Genau. Jetzt gehst du kurz raus, jetzt muss ich... Ich hab Angst. Wo bist du? Ich hör mal mit. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Ich sehe gerade am Scheißhaus. Okay. Die hat keinen Bock auf das. Ja, ich glaube, die ist jetzt weitergewandert. Das glaube ich eher. Nee, die ist da drinnen. Oh, das macht Red Bull. Warte mal, das Dosh, Red Dosh in den Chat. So, Matthias Forstner. Kannst mich grüßen? Grüß mal auch den Matthias. Matthias, dankeschön. Freitag ist auch wieder dabei. Vielen Dank. MFTT, MFTV, danke für 1,12. Euro, ich grüße die männliche und Laura. Alles klar. Lauchbeschützer. Okay, ja. Den habe ich schon gegrüßt, oder? Danke, John Milton. Genau, den habe ich schon gegrüßt. Opa Sella, das habe ich gar nicht gesehen hier vorhin. 21,99. Scusi, die Pizzeria hat heute geschlossen, aber hier eine kleine Spende fürs Essen. Ja. Habt viel Spaß, ihr zwei. Dankeschön. Der Pupsbär, ich beschütze dich mit meiner Pupsaura. Grüße an Frau Thompson. Alles klar, dankeschön, Pupsbär. MFTV 2406, hast du schon ein neues Lied von Netflix gehört? Nee, noch nicht. Noch nicht. So, habe ich jetzt hier alles durch, was unten stand? Ich hoffe. Ach nee, noch nicht. Gian und Xion Weiches Fell hauen nochmal raus. Bin auch wieder am Start. Beste Hundi aktiv. Dankeschön. Jetzt bin ich, glaube ich, alles durch, oder? Habe ich noch was vergessen? Ich will's. Dankeschön. Nee, ich habe alles. Euro. Ja, mir geht's. So, bis auf hier oben. XX Red, Smoke XX. Hey Doggo, deine Streams heitern immer auf. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank für den Support. So, was haben wir? Machen Sie ein Foto vom Geist, lassen Sie den Geist durch Salz wandern und schauen mal, ob wir einen Orb finden. Kein Orb? Mhm. Hey, die Driftkäse ist überhaupt ein. Kannst du das UV mitnehmen und Salz? Ich kann das Salz und das UV mitnehmen, das geht sich aus, ja. Sollte. Dankeschön, Patrick! Hi, ich hab dir die Domains xyon.at und wer haut raus mit dir gesichert? Hey, die leiten auf deinen YouTube-Kanal. Oh, Ehrenaktion. Bruder, vielen Dank. Weißt du, warum das eine Ehrenaktion an sich ist? Weil es gibt eigentlich nur Leute, die kaufen sich Domains, ne? Und wollen dann übelst viel Geld dafür haben, dass du sie dann wieder aufkaufst, ne? Weil ich habe damals xyon.com Gott sei Dank noch gesichert. So viel reden. Aber das ist eine Ehrenaktion, Patrick. Vielen Dank dafür, Bruder. Dass ich sowas auch mal mitbekomme, dass sowas mal jemand macht. Ich bin 22. Und dann dafür kein Geld verlangt und sagt, Bruder, ich habe die gekauft, einfach nur, dass das weitergeleitet wird. Heftig. Dankeschön. Ich bin nicht 24 oder 25. Das ist eine Frechheit, Justin. Unglaubliche Frechheit. So unglaublich. Alt wie der Kurt bin ich noch nicht. ich bin schon 24, bin Hund alt. Aber schon danke, Patrick. Weil, wie gesagt, sonst. Ich habe jetzt schon fast gedacht, du bist so jemand, der jetzt von mir Geld haben will, dass ich dir die abkaufe. Das gibt's nämlich wirklich. Ich hatte aber damals so ein. Ich glaube, ein chinesisches Unternehmen oder so angeschrieben. Die wollten irgendwie was. Irgend so Geld von mir haben oder sowas. Ganz heftig. Stirbt er wieder. Hab mir letztes auch Fasmo geholt. Hab bemerkt, beim kleinsten Knarrstuhl. Guck, was die Tür zugemacht. Ich mich komplett ein, Dito. Ich habe die nicht zugemacht. Ich habe die halb offen gelassen. Was heißt. 5! Buch hat sie auch geschrieben. Hallo, ich habe ein großes Problem. Ich habe nämlich gestern... Oh, das ist ein Abdruck. Ja. Wir haben alle drei. Okay. Zeig dich! Nicht, dass wir da jetzt drauf gehen. Zeig dich! Du stinkst! Wie heißen die, Alte? Wie heißen die? Weiß gar nicht, hab gar nicht geschaut. Zeig dich, wo bist du? Du stinkst! Du bist hässlich! Dumme Kuh! Du bist hässlich und ich bin stolz. Keine Ahnung. Dumme hässliche Kuh! Blöde Kuh? Stinky? Zeig dich! Gib uns ein Zeichen! Stinky! Ich hab Angst! Hey! Nee, Alter! Das kannst du nicht machen! Ich habe einen Reiz, Darm und Stuhl, nehme ich gleich hier in dieser Schule ein! Warte, vielleicht triggert die das. Zeig dich!
Warte, können wir Speed machen? Warte mal. Ja, das triggert die. Das ist es jetzt. Ja. Komm, warte mal. Gib uns ein Zeichen. Warte, mach mal aus, ich mach hier. Warte mal. Zeig dich! Blitzlichtgewitter! Zeig dich! Wir blitzen sie, auch wenn sie nicht zu schnell sind. Du blöde Kuh. Boah, ist die blöd. Du blöde Kuh. Ich hör was, ich hör was. Du blöde Kuh. Blöde Kuh, blöde Kuh. Blöde Kuh. Kuh blöd. Blöd Kuh. Blöde Kuh. Weißt du, zuerst so aggressiv und jetzt einen Schwanz einziehen. Ich weiß nicht. Ich verstehe also es irgendwie. Auch nicht. Gar nichts ich gemacht. Ich trag das mal ein. Warte, ich muss auch das wir Salz hinlegen, oder? Das haben wir doch nicht. Ja. Ja, hallo? Zeig dich. Ja? Zeig dich, hallo? Okay. Ich gehe mal ins Auto, ne? Fingerabdruck? Nee, warte. Ja, ich check das, ob ich einen Orb oder sowas sehe, ne? Du machst da weiter. Hör auf, nein, wir haben schon geschaut. Bleib da, bitte. Ich hab Angst. Die killt mich 100 pro. Die will doch nur mein Fleisch. Ach, der Stuhl da hinten macht mich voll fertig. Zeig dich! Zeig dich! Lauf durch Salz! Lauf mal durch! Werd mal salty! Wörtlich! Das ist die Brille, die macht's aus! Ich würde halt gerne den Namen wissen, weißt du? Ich wollte jetzt rüberrennen und mal schauen. Zeig dich! Aber gut, dann halt nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Stinkst du? Hast du einen Reizdarm? Ja, hat sie. Oh! Oh, wo ist sie? Ja! Nein! Ich glaube, ich habe sie verpasst. Warte. Ich habe sie ums Arschlecken verpasst. Nochmal. Zeig dich! Ich muss nur sagen, dass ich einen Reizdarm habe. Warte mal. Ne, oder sie hat einen Reizdarm. Hast du einen Reizdarm? Genau, ja. Einfach fragen nach einem Reizdarm. Hast Bist du einen... gereizt? Psst. Hast du einen Reizdarm? Hast du einen Reizdarm? Reiz dein Darm! Zeig dich! Hast du Durchfälle, Blähungen und Übelkeit? Hast du den Reizdarm? Magst du Zucker? Wir haben eher Offenbare extra Zucker für... dich. Oh, die ist durch ein Ding gelaufen. Guck mal. Die ist durch ein Ding gelaufen. Zieh dich aus! Willst du mich heiraten? Hey! Hoppala, falsche Richtung, Entschuldigung. Magst du Autos? Wie stehst du zur Corona-Krise? Jetzt kommt sie und killt sie. Ah! Mit dir hat die Tür zugemacht, die Dumme! Was? Die wollte mich gerade aussperren. Aha. Das ist die Sound, ob ich Zeig dich! Hast du eine Zeige Mutter? Dich! Du Hässliche! Du Hässliche, Alte! Bist du alt stinkst. Und hässlich? Du stinkst! Hässlich! Obwohl du ein Geist bist, stinkst du bis hierher. Stinky. Du bist ein stinky Puppi. Hör auf, das Licht auszumachen, du blöde Kuh. Hör auf, die Türen zuzuschlagen. Nee, woanders hat sie zugemacht. Zeig dich. Du bist ein Stinky. Wo macht sie denn die ganze Tür? Ja, weiß ich auch nicht. Gib uns ein Zeichen. Stinkiger Pups bist du. Ah! Du bist tot. Lauf, 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 lauf. Genau das meine ich. Nichts gemacht. Warum immer ich? Ich hab's dir gesagt, ich wollte draußen warten im Auto. Nein, du bleibst jetzt da. Nein, du bleibst. Schau, ich wusste es. Warum? Schau dir das an. Ich hab ihr gesagt, ich will im Auto bleiben. Ich wollte da drin. Ich hab's nicht gewusst. Ich gehe wieder drauf. Ja, schau, und sie lacht sich einen ab. Ich find das so eine dermaßen Schweinerei, ey. Jedes Mal. Ja, ich hab schon wieder kein Bild. Diese Jedes dumme Mal, Kuh. Alter. Ja, schön, ey. Egal. Immer trifft's mich, ey. Immer ich. Ich hab eine Red Bull getrunken, sonst gar nicht. Okay, zwei, aber trotzdem. Schau, wie sie lacht, ey. Guck dir das an. Guck dir das an, wie die sich jetzt gerade freut. Willst du mein Bonnie sein? Das kann ich gerne nicht. Es ist unglaublich unfair, das ist, ne? Wie es mich jedes Mal runterscheppert. Was passiert, sag mal. Was ist denn da gerade passiert? Was ist denn da gerade passiert? Ach komm. Krieg mal alles eintragen. Er ist einfach zu blöd zum Weglaufen, glaube ich. Das stimmt gar nicht, ich hab nur irgendwo. Das ist doch unglaublich.
So, was haben wir jetzt alles? J. Kapitel. So, tragen wir mal alles ein. Haben wir jetzt eben F-Ebene. Bist du da? Ich bin da! Ich würde ja gerne ein Zeichen geben, das geht ja nicht. Will, bist du da? Ja? Fingerabdrücke. Will? Geister, du und was habt ihr noch? Ich bin gerade da. Du musst mir doch nur sagen, was das Ding ist. Ich bin da, meine Güte, sag doch, was alles ist. Das ist unglaublich. Ja, das war aber auch unfair. Die ist direkt in uns gespawnt. Wie sollst du da irgendwie flüchten können? Alter, guck dich das an, wie heftig das aussieht. Jetzt sag mir doch, was waren jetzt alles, Leute? Was war jetzt alles? Will, bist du da? Ich bin da, ich kann's aber nicht zeigen. Kann ihr bitte während den Stream schreiben, dass ich da bin und nur warte auf ihre Ding habt, ne? Wann habe ich Geburtstag? Ich habe am 22.05. Geburtstag und unser Jahrestag ist am 20.05. Mhm. Jo. Der ist bald. Rudel, bist du da? Alter, ich kann nichts aufheben. Okay. Die checkt das nicht, dass ich da nichts aufheben kann. Hast du alles eingeben? Ja, was? Ich will ja wissen, was ich eingeben muss. EMF Ebene 5, Geisterbuch und Fingerabdrücke ist ein Revenant. Ja. Revenant. Dann passt es eh. Okay, dann passt es eh. Perfekt, dann passt es. So, dann sind wir fertig. Bitte fahren wir. Bitte fahren wir. Jo. Darf ich zumachen? Ja, mach doch zu. Er stirbt immer. Ja, jedes Mal, ey. Weil ich. Guck mal, wie das wie aussieht. So richtig so boing. Wie das T-Shirt runterzieht. Unglaublich. Naja, immerhin haben wir noch alles geschafft auszufüllen. Das ist so wunderschön. Oder halt bei 25 Schweizer Franken raus. No TV TV wollte dir schon immer spenden und jetzt kann ich mal machen. Dankeschön, Schweizer Franken sind leider nie eingeblendet auf TP, weil die irgendwas gegen Schweizer haben. Keine Ahnung. Bis heute schafft's TP nicht. Aber vielen, vielen herzlichen Dank an No TV TV. Für 25 Schweizer Franken, dafür gibt's Money Rain. So hallo Schande! Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so lucky. They don't truly know. By the way, nächstes Mal höre ich auf mein Bauchgefühl. Ich hab gesagt, ich will in das Auto rein und du so, nö. Hätte ich drin gewartet, würde ich jetzt noch leben. Ja, aber ich wäre tot. Na, ich hätte dann. Ja, aber ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Das ist nicht gut für meine KD. Das Problem diesmal war, die ist direkt in uns gespawnt, was ziemlich unfair ist, meiner Meinung nach. Ja, weil die rumgegangen ist. Das hast du auch gemerkt, die war nicht die ganze Zeit in dem Raum, die ist herumgegangen. Und jetzt hat sie auch die Tür nicht überall abgesperrt. Ja, aber die ist trotzdem direkt in uns gespawnt, die Blumen. Ja, dann soll sie halt, keine Ahnung. Weißt du, es gibt immer zwei zum Auswählen und sie geht mir hinterher. Immer mir, weil ich war im selben Raum wie du. Ja, weil du langsamer warst. Gehst du mit Shift, oder? Ja, ich gehe mit Shift. Geh immer mit Shift. Nee, weil du ab und zu auch leise bist. Langsamer bist. Na, ich geh mit Shift. Das ist, weil du eine Frau bist, bist du ja schneller. Ja, genau. Natürlich. Kann ich damit eigentlich was werfen? So, weiter geht's. Ey, früher ging das mal. Ist so scheiße. Meine Teller zu ist, dankeschön für Euro. Wo geht's denn jetzt hin? Sag mal, wo ist denn die Reise, die nächste? Jetzt geht's in ein zweistöckiges Haus. Ah, das ist schön. Das mag ich am liebsten. Mario Schwerk, danke für 1 Euro. Annika Metau raus. Liebe Grüße aus Frankfurt. Grüße Mario und Luca. Mario und Luca, grüß mal beide. Pupsbär, hast du einen Reizdarm? Führt einen deftigen Angstfurz. Alter, Pupsbär, 50 Euro ausgeschaltet. Leute, nochmal ein Like halt. Auf Pupsbär, sein Nacken. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Auf den Fubi. Hier haben wir nochmal die NoTV TV 15 Schweizer Franken. Dankeschön, Bruder. Dankeschön für 15 Schweizer Franken nochmal. Die werden da nie eingeblendet, aber. Ändern. Ist halt so. Kann ich da nichts machen, das ist Tippi. John Milton, Zuckerbrot, will nicht. Halt ändern. Bruder, warum donatet man so was Ekelhaftes? Mika, auf einen guten Stream PS. Ich will wissen! Na, ich lese das nicht auf. Na, es ist der Stream auf. Ich will wissen! Ja, aber dann umschreibe es. Der will das. Warte mal. Warte mal. Der will, dass du seine Nudel isst. Und solche Donis kriege ich. Jetzt habe ich Lust auf Carbonara. Hast du toll gemacht. Ist das der John gewesen? Ja. Der ist richtig ekelhaft. Der hat bei mir das Gleiche. Richtig ekelhaft, der Dude. Richtig. Möchte ich nicht. Der wollte mich verarschen, aber ich weiß, was das heißt. Ja, ja, ja. Ich auch. So.
Da gibt's nicht auch so dieses, wie unser Feuerwehrmann auf Erelo. Da gibt's, kennst du das Video mit dem, warte mal, ich muss das jetzt schnell suchen. Ich spiele das jetzt schnell ab, Leute. Kennt wer das Video, wo der eine Dude fragt, warte mal, hier. Ich muss das schnell den Leuten zeigen. Warte. Beim Riesenrad, genau, hier. Das ist so wunderschön. Das ist eines der geilsten Videos, die es gibt. Warte, ich muss das schnell in die Fensteraufnahme reinschallern, Leute. Das muss ich jetzt. Heißt du Schandl mit richtigen Namen? Leute, erstens einmal heißt Schandl mit welchem D ohne E mit einem L angeschlossen, ja? Warte, Leute. Zweitens so. Ist das mein Spitzname. Bitte gebt euch das Video. Ich hab mich nicht eingekriegt, als ich das gesehen habe. Wartet. Und ich wollte fragen, ob sie schon mal, ich sage jetzt Jadak, ob sie mal auf einen Jadak mal drauf waren. War ich, ja. Wie war das denn? Das war sehr angenehm, auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnere, weil es bestimmt 35 Jahre her ist. Das ist 35 Jahre! Man sieht schon mal auf so einem Jahre. Ja, das war auch sehr angenehm. Wie lange ist das her? 35 Jahre her, sicher schon. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Und das war auf jeden Fall sehr angenehm. Das ist, das Video zerstört einfach so. Eher so große Jadak oder so etwas kleinere Jadak? Also wenn, dann noch größer. Boah, ich kann nicht lesen. Das ist genau King, das Video. Schandl. Das Video ist King, Alter. Ich schwöre euch. Ich hab das gesehen und bin zerbrochen. Der arme Mann, Alter, der arme Mann. Aber gut, das Video hat so eine Scheißqualität, die man sieht eh nicht, wer das war. So, so. Nelly, wieder weg am Start. Ich muss das einfach den Leuten zeigen. Ich schwöre euch, ich bin. Als ich das erste Mal gesehen habe, mich hat's zerrissen, ey. Der arme Mann. Aber so war auch unser Feuerwehrmann, ne? Der arme Junge, so. Gut, dann haben wir das ja auch. Der ist so süß, ne? Ja, wie er ja. da gestanden ist ja. und gegrüßt hat, so lieb. Aber das Robert Video ist einfach Clark King. Das Video ist King, Leute. Nicht vor, hinterhin das große Riesenrad. Sind sie auch schon mal mit einem größeren Jahr? Ja, ich mag schon größere. Das ist halt naja, und hinten das Riesenrad. Dachte, der arme Mann. Der arme Mann. Ich liebe es. So, das ist genau mein Humor. Annika Mette, danke, dass du Mario und Duga gegrüßt hast. Ach, kein Problem. Du, ich habe zu danken für deine Doni. So, was haben wir jetzt alles? Salz wieder, Rauchstäbchen und Bewegungssensor. Okay, dann nehme ich aber alles mit dem wir erstmal alles abchecken können. Die Fingerabdrücke und mein EMF-Gerät. Hast du das EMF-Gerät? Hallo? Kannst du mir immer schreiben. Ja? Scusi, hast du EMF-Gerät? Gute! Danke für den Euro! Hallo, hast du EMF-Gerät? Noch einen guten Stream! Dankeschön! Hallo? Nein, das habe ich nicht. Hey, wo ist denn das EMF-Gerät hin? Warum habe ich das? Das habe ich doch gar nicht aufgehoben. Oder hat das Spiel das schon... Okay, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Mario Schwerk hat mir vorgelesen, genau, vielen Dank für 1 Euro. Dann haben wir hier noch Mika. Entschuldigung. Hast du meine E-Mail bekommen? Habe die geschrieben wegen dem Bann. Ich gehe die heute durch. Mache ich heute. Körtel. Hab mir letztes auf Fasmo geholt. Also das habe ich mir vorgelesen. Danke, Körtel. So. Ja, jetzt sind wir ready. Wo ist ein Stromkasten? Vielleicht im Keller, guckst du? Warum muss ich in den Keller gehen? Das sind Einglasgürkchen. Ja, ich suche mal den Keller schnell. Oh, das Haus ist aber neu, da war ich noch gar nicht. Hast du ihn gefunden? Der Haus war ich noch gar nicht. Geh nicht da aus. Hallo? Du, hast du jetzt den Strom angemacht? Nee, der Kasten ist da nicht. Mal weiter, wie geht's? Ja, toll. Ich korrigiere, er ist da. Wunderschön, dankeschön. Mach an, bitte. Verstecken. Dankeschön. Ich geh mal runter. Okay, Leute, ich hab wieder Schiss. Gehst du gerade die Treppe runter? Bin die Treppe hoch. Okay. Das ist der Sound auf die Spende. Für alle Leute, die ganz jetzt den gleichen Namen da rein. Alter, ich hab voll Schiss, ey. Da knarzt es dauerhaft hier drin. Und furzt die ganze Zeit. Schon wieder
Errate den Namen. Zeit. Hallo. Ich glaube, bei mir ist schon wieder Zeit, dass die Leute den Namen erraten. Chantal? Kylo, spinn's doch. Bin der Kylo. Da ist gar nichts da drin. Du bist dir sicher, dass das das Richtige aus und wir nicht im Falschen sind? Ja, kann ja sein. Da kommt der Nachbar, der andere, der kommt da rein und sagt, was machen Sie hier drin? Waschbecken ging an, warte mal hier hinten. Ah ne, dann unten. Vielleicht oben. Hab ich schon gedacht. Dann ist es unten. Da ist halt 9 Grad, aber... Die Treppe furzt. Fett Marie. Also hast du geflackert? Ist das jetzt? Da drin. 6 Grad. 3 Grad. 3 Grad. Bam, chicka, wow. Er hat Ding ausgemacht. Oh, ist ein Strom. Du blöde Kuh! Er lockt uns runter. Nitro, Zero, danke schön fürs Wirbi-Werben. Herzlich willkommen. Nein, ich heiße nicht Franziska. Leute, es reicht Hallo Franziska. Schon wieder. Ja, auf jetzt. Es geht schon wieder los. Aber weder EMF schlägt aus, noch kriege ich hier einen Abdruck oder sowas. Muss doch eins von beiden mindestens sein, glaube ich, so ein Pech mit meiner Auswahl. Das schlägt gar nichts aus bei mir, null. Kann ich nochmal probieren mit dem... Da ist gar nichts da drin in dem Haus. Der schleppt uns ja total, der Herr da drin. Voll mad, Alter. Immer wieder gerne mit der Spiele. Dankeschön, Annika Metta nochmal. Oder Matta. Ich weiß nicht, Metta oder Matta. Das war mein Video, du Hund. Also von Mild. Auf alle Fälle war das dein Video, was du aufgenommen hast. 100%ig. Ich nehme die Box mit. Nimmst du die Kamera vielleicht mit für die Orbs? Für die Orbs? Ja, ich nehme die mit und ich nehme auch den Sensor mit. Warte mal. Scheiße ich das Ding weg. Robert Clark. Dann scheiße ich das hier Ding weg. Dann nehme ich hier die Kamera. Warte mal, die Kamera für die Orbs, sagst du. Warte, da muss ich die aber erstmal ranschrauben hier. Kurz die Schraube. So. Hä? Habe ich jetzt voll... Ah, nee. Bin voll verwirrt, ey. Wie hebe ich auf, das Ding? Hä? Kannst du mir schon okay, jetzt. Okay, bitte. So, jetzt aber. Die Situation, kannst du... Warte mal, ich mache nur das Ding an, so. Dann muss ich das später nicht machen. So, bin fertig. Kurt, die Pferdbeere auf dem Weg nach drinnen. So ein Name mit C beginnt. Ein Name mit C? Butti hat gesagt, sie soll Steffi heißen. Nein, das stimmt nicht. Weil die Steffi war schon geil. Können wir das auch? Gut, wohin damit? Da rein. Hallo? Hallo? Hallo, was ist denn? Was ist denn? Hallo? Hallo? Das ist der Sound auf die Spende. Das ist ein Papierflieger oder. Hä, was ist denn das? Aber was ist denn? Was ist denn passiert? Lass mich in Ruhe. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, geht zu Steffi. Ich hab deinen Spaß gemacht. Das ist ein Papierflieger oder sowas. Was ist denn das hier? Lass mich allein. Schandl, was ist denn das hier? Also ich dachte schon, da drin ist ein Geist oder sowas, ey. Lass dich wieder sterben. Nein! Warte auf mich jetzt ein bisschen. Ein bisschen Spaß muss sein. Hallo, wir sind hier wegen der Reinigung. Wo bist du? Close. Ich tu das mal hier hin, ja? Das haben wir. Hast du es eingeschalten? Ja. Ich hab's euch davor schon eingeschaltet, weil ich ein Pro-Gamer bin. Ich hab einen. Weil ich brauche noch einen Bewegungs. Ach, scheiße. Machen wir das später. Oh, Baguette, mehr weiß ich nicht. Je m'appelle Kurt. Ja, ich kann's nicht sagen. Je m'appelle Chantal.
Nein, so heiße ich nicht. Ach, hör doch auf. Da ist ein Orb. Ich habe einen gesehen, da ist einer. Ein Geisterorb. Okay, warte, dann trage ich das mal ein. Geisterbox haben wir. Geisterbox. Orb, das einen überprüfe ich, weil ich kenne dich. Du bist lost. Und wir brauchen noch. Es fehlt noch ein Hinweis. Buch kann ich mitnehmen. Und schau das vielleicht. Was soll ich denn sonst noch mitnehmen? Die EMF-Reader oder das andere? Das ist die Frage, EMF. Lass mich schauen, was es sein könnte. Ja. Mare, Chin und Poltergeist. So. Mare. Chin. Ja, wir brauchen beides eigentlich. Was brauchen wir beides? Das. Ich nehme. Okay, passt. Dann habe ich den und du hast den. Perfekt. Und eins von den beiden brauchen wir jetzt. Ich heiße Baguette. Je m'appelle Baguette. What is love? Baby, don't hurt me. Das sag ich zum Geist. Don't hurt me. Heißt du Charlene? No more. Charlene habe ich noch nie gehört. Charlene? What is love, baby? Oh, es flackert. Scheiße. Ebene 3. Ebene 4. Ist wurscht. Warum immer ich? Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter. Das Problem ist, der drängt mich so in die Enge, dass ich mich nirgends hinstellen kann. Es bin immer ich, Alter. Ich dreh durch, ist so geil. Schau mal, weil ich hätte hier noch lang gehen können. Und wo ich mich verstecken sollen? Hier irgendwo oder was? So eine Scheiße, Alter. Jedes Mal, wenn ich mit ihr spiele, bin ich der. Schau mal, ich überlebe kein einziges Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was sie. Oh, da ist. Ui. Das Ding ist ja ekelhaft, Alter. Wie geht. Alter, was hat das für Füße, bitte? Wie denn. Das ist wieder so ein. Und jedes Mal werde ich geschubst von solchen Geistern. Schau es dir an. Aber ganz schön ekelhaft, du. Halt mal ein bisschen mehr essen, hä? Ein bisschen mehr essen wäre nicht schlecht. Screenshot. Oh mein Gott! Was Screenshots von dir. Komm her. Oh, in der Küche. Ich habe ein Screenshot in der Küche von dir. Jetzt geht sie wieder hin. Vielleicht kriegen wir ja das schönste Bild zusammen ever. Die muss ja hier nochmal durchgehen. Ha! Oh ne, es hat nicht funktioniert. Zu spät. Ja, wo ist denn das Ding jetzt hin? Hallo? Okay. Ding ist weg, okay. That's you. Das Wichtigste, gib uns ein Zeichen. Mitglieder werden auch nicht angezeigt. Soll das so? Mitglieder sollten angezeigt werden. Es kann sein, dass durch Schweizer Franke... Schau mal, wenn das Schweizer Franke rausdonatet, dann hängt Tippi-Stream kurz. Das ist das Problem. Und wenn du jetzt Mitglied wärst und der Schweizer gerade rausgeschallert hat, zum Beispiel die 25 Schweizer Franken, dann hängt das ein paar Minuten. Das ist voll der Abfuck. Also das ist problematisch. Und Tippi hat diesen Bug seit 2 Jahren. Seit 2 oder 3 Jahren gibt es den Bug und die fixen das immer wieder. Aber dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Das war YouTube auch immer so. Oh mein Gott! Boah, die ekelhaft! Ich wollte ein schönes Foto von der machen. Komm, jetzt muss ein Foto machen. Ach komm, jetzt. Ich will das Gesicht fotografieren. Mann, ich will das Gesicht haben. Ist ja so schwer, ein Gesicht zu fotografieren von so einer Alten. Ist ja so schwer. Ach, schau, die geht jetzt nach oben. Die ist so matt, die Alte. Die ist so matt. Ich würde gerne ein Foto haben von der. Und mir dann ins Bilderbuch hängen. Mann, es ist immer so ganz... Ich will das Gesicht kurz sehen. Ich will ein Screenshot vom Gesicht haben. Mehr will ich gar nicht. Alter, immer wenn ich abdrücke, ist sie weg. Jetzt komm noch her. Na, immerhin habe ich jetzt vom Rücken ein Gesicht. Genau. Rücken und Gesicht. Ich hab ein Rückengesicht. Kann ich hier irgendwas. Ist Schande wieder draußen? Ich weiß es nicht. Aber das muss ich jetzt eintragen. Das heißt, Geisterorb, EMF-Ebene haben wir nicht. Fingerabdrücke, Geisterorb, Geisterbuch. Ich schätze mal, Geisterbuch wird es sein, oder? Ah ne, da haben wir ja schon. Ah ne, das macht gar nichts, okay. Geisterorb. Haben wir ja schon. Fingerabdrücke, weil... Geisterbox weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie viel... Ach, sie ist da hinten.
Ja moin, ey. Das ist der Sound auf die Spende. Okay, dann warte ich hier lieber. Ui, 2%, die soll da ganz schnell raus, du. Die sollte aber ganz schnell raus. Bei 0% gleich, ey. Ui, 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 das war's, das war's. Das war's wohl. Ah, jetzt sehen wir auch das Gesicht. Da scheppert aber durch da drin, ey. Was haben wir jetzt für Assi-Geister in letzter Zeit? Wenn ich mit Andl gespielt habe, war Andl immer der, der gestorben ist, ey. Jonas, glitzert bei dir auch manche Sachen in Phasma, zum Beispiel im Bus die Tafel. Ja, die Tafel im Bus, die ist so ein bisschen... Ja, die glänzt zu viel, finde ich. Das ist ein bisschen zu krass. Du kannst es kaum lesen teilweise, weil es so hell ist. Weil man immer so eine kleine Lampe bei sich hat. Also man sieht es auch hier. Man hat immer so eine kleine Lichtquelle. Ach, schau, wie es da drin scheppert, Alter. Da drin scheppert es richtig durch. Die Lampen und alles. Geil. Lassen Sie einen Geist Rauchstäbchen. Schau, aber ich komme zu gar nichts heute. Rakan KVS, genau, danke für 90 Cent. Hui. Schafft sie es? Ach, die lebt noch. Die lebt ja noch. Aber ist bei 0%, ey. Geh lieber raus und hol ein paar Pillen. Muss echt aufpassen, du. Weil so wenig Prozent, da schallert's mal durch. Das Ding hier an der Hose. Sieht aber lustig aus. So, macht's jetzt Salz? Ey, wie wär's, wenn du deine Pille nimmst? Ja, macht's. Okay, Gott sei Dank, ey. Und auf 100%, so muss das. Ich gehe mal nach, ich schau mal, was sie macht. Mal schauen. Jetzt das interessiert mich nämlich. Ob jetzt der Geist kommt und sie richtig fertig macht oder ob sie das jetzt überlebt. Wir sind dabei. Ach, ich will jetzt mal gucken, wie der Geist da reinschreibt. Das habe ich noch nie gesehen eigentlich. Ob der da wirklich hinkommt und da reinschreibt oder was er dann macht. Ah, sie geht noch weiter rein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mhm. Dann schauen wir uns das mal an, ob der Geist da reinkommt und da wirklich reinschreibt, wenn ich hier bin. Oh, es aktiviert wegen mir jetzt hier, ne? Sieht man mich auf dem Screen? Ich weiß es nicht. Hallo, ich bin's. Ich bin's. Hallo, ich bin auch noch hier. Kommt ja hier aus der Abstellkammer. Ich finde das so scheiße, dass man hier kein Zeichen oder so geben kann. Das wäre irgendwie lustig, wenn man hier irgendwie... Ach, warte mal. Das. Hör mal auf damit. Kann ich noch was aufheben? Oh, da ist ein Autoschlüssel. Dankeschön für 5 Euro. Bist du besser schief, aber deine GTA ist schief besser, ja. Das ist der Sound, auf ich spreche. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Kann ich mich sonst so... Ah, da ist so ein Hase. Was? Oder so ein Bär, keine Ahnung. Ist das ein Hase? Das ist der Sound, auf ich spende. I don't know, but you should know. Give me a sign. Gib mir ein Zeichen. Nicht du. Falscher Geist. Bin echt am struggeln. Also ich bin keine Fingerabdrücke, aber ich habe auch keinen EMF-5-Ausschlag. Schau, mir ging's gleich. Wir haben wieder so einen herben Geist bekommen, der gar keinen Bock hat irgendwie. Das haben wir aber öfters. Wir haben öfters diese Geister, die einfach null Bock auf irgendwas haben. Wie der hier. Hauptsache, er bringt mich um, aber dann keinen Bock haben. Das ist wieder so typisch. EMF 5. EMF 5, okay, perfekt. Da muss ich gar nicht mit
Weiter mit geht's, ne? Im F5. Geil. Kuh. Huh. Wir haben es geschafft, Leute. Zwar wieder bin ich tot, aber alles gut. Nein, die andere Tafel, Bus, weil bei mir glitzern immer Gegenstände. Die andere Tafel, die hier. Welche Tafel? Warte mal, hier ist eine Tafel. Und das ist eigentlich nur diese Tafel hier im Bus. Also hier. Und die hier meinst du vielleicht. Das ist aber keine Tafel, das ist ja so ein X-Rating. Also ich weiß nicht, was du meinst mit Glitzern. Glitzern nämlich, ne? Bisschen anders war. Wie ist das Reflektierung? Eine 5. Das ist ein Chin. Immer ein Chin-Hammer. So, Nuke Fregadog, wieder am Start. Dankeschön für 540 auch. War ich echt dabei? Er haut auch am 5er raus. Jo, er war ich echt dabei. Und, wir sind eigentlich fertig an sich. Achso, sie muss noch die eine Mission hier machen. Warte mal, was ist denn hier noch? Ich kenn's nur die Tafel hier im Bus, also hier in dem Anhänger. Reinigen Sie den Bereich der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen, ja. Meinst du die Tafel hier vielleicht? Dass diese hier glitzert oder wie? Das ist so eine Pin-Tafel, hier ist eine Tafel zum Schreiben. Da ist ein Bildschirm und hier ist nur so ein X-Ratings-Bums. Von Hase, bist du da? Soll ich die Räucherstäbchen nochmal machen? Dann schmeiß den Hasen. Mach das. Ich will das sehen, ob es jetzt drauf geht oder nicht. Die Räucherstäbchen müssen noch sein. Oh, schau, wie süß der Hase ist. Zwischenzeit erstmal ein Red Bull gönnt. Mhm. Ach, Leute. Hübsche Brille, Dankeschön, Dankeschön. Warum die Brille? Aus dem Grund, weil ich im Thumbnail die Brille habe. Und ich dachte mir so, ich habe ja so vorgefertigte Screenshots damals schon gemacht. Ne? Die sind schon uralt, mit dem Hund und mit der Brille und so. Ich habe mir gedacht, weil ich heute irgendwie lustig aussehen wollte, habe ich mir einfach diese Brille draufgesetzt. Habe ich gedacht, komm, wenn es schon im Thumbnail ist, dann darf die auch gerne in-game sein. Ja, jetzt können wir ein bisschen talken hier im Chat. Ein bisschen gucken, was ihr so schreibt hier. Keine Brille. Bruder, aber Brille ist das Beste, was es gibt. Brille ist das Beste, was es gibt. Warum nicht? Warum nicht? So. Schauen wir mal. Okay, schade. Das ist schade. Angriff des Killers. Jo, Klar, ja. Bist du da? So, ja. Okay. Alles abgearbeitet. Bist du stolz? Ja. Okay. Der Geistertyp ist ein Chin. Ja? Ja. War EMF. Ja. So. Mach ich jetzt zu. Geh mir rüber zur Schande, erschreck sie, das geht nicht. Solange ich so ein Geist bin, kann ich sie ja nicht erschrecken. Aber in der nächsten Runde vielleicht. Mal schauen. Mal schauen, ob ich. Ich will mal jetzt eine Runde schaffen, ohne dass ich abdecke. Das kann es doch echt nicht sein. Ich reck in jeder Runde ab, das ist unglaublich. In jeder Runde recke ich einfach ab, Leute. Einfach empfehlen. Ich hab leider selber noch immer Auto. Hallo! Schau, wie viel Geld wir gekriegt haben. Ja, ja, und ich reg jedes Mal ab. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht. Du steckst dich halt immer in irgendeine Ecke, anstatt dass du in dein Zimmer reinschwindest. Ich gehe in ein Zimmer, ist das Problem. Ich gehe in ein anderes Zimmer, aber der verfolgt mich. Nein, du musst in ein geschlossenes Zimmer. Achso, ich muss die Tür zumachen. Ach so, ich dachte, du sagst ein anderes Zimmer. Das habe ich vorher auch schon erklärt. Ich dachte, die Tür zumachen, wenn ich in einem Schrank bin. Ach so ist das. Nee, auch in ein anderes Zimmer. Das ist immer das Gescheiteste. Ach so. Du bist nie ganz sicher und das sage ich auch immer, wenn du merkst, er macht die Tür auf, jetzt verstehe sofort ich, wieder zumachen. Okay, dann gehen wir weiter. Geht schon. Gehen wir auf bereit. Warte, und dann... nächste Runde ist er wieder in der Ecke. Nein, die Bildschirme mit der Karte drauf. Achso, die glitzern bei mir nicht, die Bildschirme. Die sind bei mir ganz normal. Dein Kopf, bei Jonas. So witzig, dein Kopf ist wieder in der Wand gesteckt. Da gehört auch hin. Du darfst nicht so offen verstecken. Ich habe schon verstanden, ich muss also die Tür zumachen. Ich dachte, ich kann in einen anderen Raum gehen und da verfolgt er mich nicht mehr. Aber das macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Ich wäre ready an sich. Du Prison? Nee, das ist schrecklich. Bitte also kein Prison. Nee, kein Prison. Alles nur nicht Prison. Bereit. Achso. Perfekt. Wo geht's denn jetzt hin? Ist es jetzt Prison? Ach komm, da muss das sein, Alter. Muss das sein. Ich sag alles außer Prison, was kriege ich Prison, Alter?
Muss das sein? Ja. Das ist nicht lustig. Der Michael Miller, schau. Ja, wo ich noch gerade passiert sogar. Ich helfe dir nicht, ne, wenn du drauf gehst. Ich sag nur, wie sie ist. Musst du dann allein du weiterspielen? Ja, muss ja. Eh dann ich allein sein, gell? Da, wo ist der? Der ist oben. Der Generator ist oben. Wir müssen schauen, wo der ist. Ja, der ist oben. Ja. In einem Eckelzimmer neben der. Bist du sicher, dass das der erste oder? Ich weiß wo. Warte mal, da gibt's aber. Ah, da oben war ich schon. Ja. Dann gehen wir hier rechts rauf und dann sind wir oben. Mhm. Natürlich. Ich sag alles außer Prison und wir kriegen Prison. Danke dafür. Wie lange streamt ihr beide noch? Ich weiß es nicht, so lange es bockt, Leute. Hast du die Brille in Real Life auf oder nur beim. Nee, ich hab die nicht in Real Life auf. Aber ich bräuchte eigentlich in Real Life eine Brille. Ohne Brille würde ich gar nichts sehen, aber ich habe keine Brille auf in Real Life, außer am Abend, wenn ich im Bett lieg. Ich habe sonst Kontaktlinsen drin. Weil ich sehe sonst gar nichts. Ich habe, glaube ich, minus 6 Dioptrien, sowas um den Dreh. Das heißt, wenn ich keine Brille auf habe, bin ich so gut wie blind eigentlich. Nee, du hast noch nicht 6. Was habe ich? Sicher. Ich habe auf beiden Augen derzeit. Na, ich habe derzeit auf beiden Augen minus 6. Ah, ich habe 5 irgendwas. Okay. Mhm. Wir sind beide blind. Wir sind beide blind, ja. Deshalb Kontaktlinsen und ja. Sonst könnte ich auch nicht mit dem Hund streamen, glaube ich. Weil mit so, Brille geht das ein bisschen schwer. Müssen wir nicht. Achso, wir sind schon oben. Das, in dem Raum müsste es sein, da. Und in dem anderen. Ja, dann schau, wenn es da drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Na, warte mal da vorne. Hallo? Ah, ne, doch nicht. Mein Gott, Kurt! Alle meinen Mein Gott, Kurt in den Chat dafür, dass ich es vermasselt habe. Hallo? Ich habe eine Orientierungsstörung. Der ist da vorne dann. Hallo? Da läuft ein Wasser. Ist mir egal, ich mache den Strom an. Hä? Weiß es nicht. Jetzt bin ich aber komplett verwirrt. Ich dachte auch da. Ja. Die sind wir falsch. Ist immer scheiße. Ich glaube, wir sind. Ja, deshalb wollte ich hier auch nicht spielen, weil die schrecklich ist. Aber nein, lach mal über den Kürtel. Halt mal jetzt. Es ist da hinten links, müsste es sein, irgendwo. Hallo, da drin ist was. Welchen Klo? Da geht der Wasserhahn. Aus die Kacke. Ja. Ah, da ist so ein. Ist der schon durchgedreht oder wo? Da schlägt's aus. Ja, der dreht auf schon. Auf 3. Dreht schon durch. Da ist es. Ich sag doch, da ist es. Da ist er eh. Du warst ja. Ja, ich hab nicht gesehen da hinten. Mein Gott, Kurt. Hässler. Mein Gott, Kurt. Oh, das sind Handschellen. Darf ich dir die anlegen? Okay. So, ich wäre jetzt bereit, tatsächlich zu sagen, dass der hier ist. Weil hier schlägt er auch aus. Der ist gerade ziemlich in der Nähe. Türen von mir, bitte. Das einen wunderschönen guten Kloabend. Oh, Alter, beste Ecke hier hinten. Da kann man sich gut verstecken. Ich weiß, was nicht so schlecht ist, sich hier drin zu verstecken, ne? Merke ich gerade. Wischmopp. Bin ein Wischmopp, Kurt. Nee, ohne Scheiß, da verstecke ich mich im Klo drin. Ja, da kannst du dich auch verstecken. Deswegen sind die Türen ja da. Ja, deshalb ist es auch gut, dass der hier im Klo ist. Warte, wir machen mal auf. Vielleicht scheißt der ja gerade, der Geist. Hallo? Sind Sie kacken? Ja. Aber man sitzt ja da wirklich auf so einer Toilette. Vielleicht hat er einen Reizdarm, wir wissen es nicht. Weil ich bestelle der ganze Stream aus einem großen Reizdarm. Hallo? Wo bist du? Hast du dein Gerät dabei mit dem Fragen? Ich habe gerade nur das Thermometer dabei, weil ich schaue, wo das ist. Also sonst gar nichts anderes. 6 Grad. Hast du sonst gar nichts anderes dabei? Also mal schauen, ob ich da was finde. Nö. Nicht ausmachen. Okay. Einmal hat es 7 Grad, dann hat es wieder 10, Alter. Kann man das. Wer. Jetzt 13. Da ist das Licht ausgegangen da drin. Da drin. Der ist im Klo. Ich sehe es. Ja, gell? Okay. Kannst dich da drin doch nicht verstehen. Wie sagst du, der ist am Klo, der Scheiß hier irgendwo?
Geht's nur bis zwei? Nur bis zwei bis jetzt. Hat der die ganzen Türen aufgemacht? Na, das war ich, weil ich schauen wollte, ob da wer drin sitzt. Kleiner funny joke, so irgendwie. Ja, aber jetzt hat's da wieder 11 Grad. Ne, jetzt hat's wieder 4. Okay, dann ist es da. Ich sag doch, hier ist es. Okay, warte mal. Ich schau nochmal, ob der hier irgendwo Spuren hinterlassen hat. Irgendeine Klotür. Mal hier. Ah, mein Gott! Machst du das gerade? Ich hab's Licht ausgemacht. Achso. Du siehst ja sonst die Spuren nicht mehr. Okay. Ja, hier sieht man die Spuren sonst. Hey, wartest du vielleicht auf mich? Ich hab Angst. Hallo? Du bitte sprinten, ich weiß nicht, was du machst. Ich sprinte die ganze Zeit schon. So langsam. Ich bin nicht langsam, du gehst halt immer vor. Das ist das Problem, warum ich immer drauf gehe. Weil du immer vorgehst und mich immer im Stich lässt. Weil ich eine gute Reaktionszeit habe. Ja, und die Tür machst du auch vor der Fresse zu. Von wegen. Warum machst du da eigentlich die Tür immer zu? Wir sind... Ach, egal. Okay, also ich habe keine Fingerabdrücke gefunden. EMF ging auf 3 oder 2 maximal und das war's schon. Es kann halt immer später wieder hochgehen, gell? Das heißt nie, dass es ausgeschlossen ist. Ich weiß, ja, ich weiß. Ist ein bisschen blöd trotzdem. Xyon, der Boost haut raus. Kannst du wieder Black Ops 2 spielen? Da ist das Game so zerhackt, da kann ich nicht mehr zocken. Leider, ich liebe BO2, aber es ist so zerhackt, vor allem auf PC, das kannst du vergessen. Weißt du was? Ich nehme sonst eine Kamera mit. Nimmst du das Ding und ich nehme die Kamera und... Ich kann das Ding nicht. Shopping Orbs. Oder brauchen wir ein Foto, weil dann... Nee, brauchen wir nicht. Shopping Orbs. Ich nehme das Buch mit. Orb, Orb, Orb. So. Gut, geht schon. Geh mal. Wobei, warte, nimm was von der Liste sonst. Ach, egal. Ja, hä? Was redest du? Nee, alles gut, alles gut. Alles super. Mir ging es noch nie so gut wie jetzt gerade. Wenn du stirbst, muss ich es eh wieder allein machen. Ich verstehe, warum du immer so schnell bist, im Gegensatz zu mir. Schau mal, aber jetzt geht's. Diese Geräusche bei links und rechts. Ach, du bist aber schneller. Schau dir das an. Das ist, du hast doch, weil du sicher mehr aufgelevelt bist, bist du schneller als ich. Ich wüsste nicht, wieso. Stell mal das Ding hin. Ins Klo. Okay, ich lass mal lieber Licht an, ich habe Angst. Weil der hat schon wieder die Kacke angemacht. Was hat er angemacht? Hallo. Ah, jetzt. Er hat den zweiten angemacht, der läuft gleich über. Dann machen wir mal Licht aus, ja. Ausgehen. Ja, ja. Das ist die Sound, ich wo bist du? Danke. Was hat er gesagt? Er ist da. Wo bist du? Hier. Warte mal, Geisterbox hat er so aktiviert, ne? Ja. Geisterbox, jawohl. Das ist die Sound, ich aber noch was, Nagel? Gib uns ein Zeichen. Bleib drin, wenn ich das frage, weil deswegen frage ich. Ja, genau, ja, jetzt geh weiter rein. Geh weiter rein. Geh bitte weiter rein. Da ist aber am stärksten das Gefühl. Geh zum Waschbecken. Zum Waschbecken, geh mal dahin. Gleich. Ich hab Angst. Wie alt bist du? Aha. Da hinten hat sich die Tür bewegt. Jo. Schreib ins Buch. Geh immer weiter. Schreib hör mal ins auf, Buch. Da alles aufzudrehen! Schreib ins Buch! Bitte, lass mich jetzt mal vorgehen, ja? Hallo, lass mich mal... Immer zu, wenn er handelt.
Versteckte bist. Jetzt, komm her. Je weiter hinten du bist, desto... Er schlägt aber nur 4 auf maximal. Das heißt, das ist das mal nicht. Das macht er immer. Das macht er. Nee, das macht er immer, wenn er huntet. Egal, das ist. Okay, aber es, das kann es aber nicht sein, dann oder? Dann schlägt alles aus. Ah, das kann es nicht sein, oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Okay. Höchstwahrscheinlich nicht. Das kann aber immer sein. Aber lass mal. Mal okay, irgendwo Orbs sehen. Warum bin ich jetzt nicht draufgegangen? Danke dafür. Ui, 39 Sanity. Okay, was haben wir denn noch? Räucherstäbchen, okay, schauen wir mal wegen den Orbs. Sehen wir hier irgendwo Orbs? Ein Orbitalsatellit vielleicht? Donut-Klo, ah, hier. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Orb sehen. Siehst du irgendwas? Ja, du musst oft warten. Mal aus. Aha. Bis jetzt. Ist ja auch nix. Gehen wir mal weiter, vielleicht irgendwo. Gehen wir nochmal auf den. Why are you doing that? Also ich sehe nix. Auch nicht. Tja. Da willst du UV-Lampe mit? Ja, die UV-Lampe hast du. Okay, was steht denn da noch? Räucherstäbchen? Weil jetzt heißt es, wir haben Geisterbox hat aktiviert. Dann EMF kann es nicht sein, das heißt. Es kann nur Fingerabdrücke sein. Es kann schon sein. Geisterbuch und Fingerabdrücke können es noch sein. Weißt du warum? Weil beim letzten Mal hat er auch ganz am Schluss erst die 5er ausgeschlagen. Okay. Deswegen kann es schon sein. Okay, dann nehme ich das mit. Aber... Ja. Warum ist sonst so irgendwas? Weißt du, ob er die Räucherstäbchen... Die Räucherstäbchen. Doch, nimm... Genau, ich nehme das Feuerzeug mit, ich habe Platz. Dann nimmst okay, du die passt. Räucherstäbchen und dann... Ja. Tausch mal. Okay. Perfekt, dann gehen wir mal. Wir können leider, ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir jetzt seine TP nehmen, weil wir müssen da was müssen wir? Also, ja, dann nicht. Tschüss, auf, wir gehen da rein. Wir machen das so. Wir machen das einfach so. Seit wann Brille einfach heute Spaß macht. Hat der Geist einen Reizdarm oder warum ist er auf dem Klo? Ja, ich hab doch gesagt, er hat Reizdarm da drin. Falsches Essen gegessen oder sowas. Iro Laxarus, Dankeschön für 1 Euro. Grüße ihn raus. Liegt an der Grafik, ist bei dir auch. Hashtag Kurt der Maulwurf. Okay, wusste ich nicht. Das wusste ich natürlich nicht. So. Mein Feuerzeug hier, quantisch. Das wusste ich natürlich nicht, lieber Jonas. Andel der Tieflader, danke für 1 Euro. Andel der Tieflader. Mit Andels Namen kannst du echt alles machen. Andel die Concussion, Andel der Tieflader. Machst du direkt die Räucherstäbchen? Jetzt schon, okay. Bitte dann Matt direkt, oder? Ja, direkt. Ich gebe dir... Ah. Komm. Problem ist, ich habe kein Räucherstäbchen mehr. Ich will einfach nur raus, Alter. Ich will einfach nur raus. Ja, ich gehe da nicht mehr rein. Ich will einfach nur raus. Alleine mache ich das nicht, Alter. Vor allem ich kann auch das mit den Räucherstäbchen machen, weil sie das Feuerzeug hat. Das kriege ich ja nicht mehr, oder? Das Feuerzeug, oder? Krieg ich das noch? Nee, ich mach das sicher nicht mit, Alter. Ich mach das.
Ich werde jetzt einfach raten, ich habe keinen Bock mehr. Ohne Scheiß da drin. Ich habe gesagt, bitte nicht Gefängnis. Ja, geh mal Prison. Ja, geh mal Prison, natürlich. Aber 5%, der hat mich fast aufgegessen, der Geist. Können wir nur schauen, ob wir da nochmal Geisterorb sind oder irgendwas, aber ich glaube nicht. Ich rate jetzt mal, warte mal. Ich schätze mal, Fingerabdrücke irgendwo. Geisterbox haben wir, Geisterorb haben wir nicht. Wohin ein Geisterorb? Schauen wir mal. Ne. Weil Geisterorb würden wir aber hundertprozentig sehen in dem Screen hier vorhin. Das wäre... Also Geisterorb könnte ich schon mal komplett ausschließen. Doch, das... Ja, Leute, ich gehe da nicht mehr hoch, das Feuerzeug holen. Auf gar keinen Fall schleiche ich mich da nochmal rein in das Haus. Das ist so riesig, ich mache das nicht alleine. Die Map ist für 4 Leute ausgegangen, wir gehen zu 2, 3 und dann alleine. Nee, danke, Bruder. Ich schätze mal, Geisterorb kann es nicht sein, da müsste es... Geisterbuch, Fingerabdrücke, müsste es Spirit sein. Bin ich mir sehr sicher. Okay, fahren wir. Chandel! Hörst du mich? Es ist höchstwahrscheinlich ein Spirit. Ich weiß es zwar nicht, aber ich gehe da nicht mehr rein. Für kein Geld der Welt gehe ich nochmal in dieses scheiß Gefängnis. Weil alles andere können wir ausschließen an sich. Weil Orb sehen wir, das ist schon mal komplett ausgeschlossen. Eben F-Ebene geht auch nicht, dann können es nur noch die zwei Sachen sein, was ich mir denke. Warte mal, was haben wir noch? Wobei Geisterbuch sagt er auch nicht, ne? Eben F-Ebene 5, was wäre es denn dann? Der funktioniert gar nicht, eben F-Ebene 5, okay. Das kann eigentlich nur noch... Die Geisterbox haben wir ja schon, Fingerabdrücke... Haben wir zweimal, genau, Geisterorb, wir haben Poltergeist, Geisterbuch und Spirit, weil Gefriertemperaturen geht nicht. EMF-Ebene 5 würde noch gehen, aber ne, die geht auch nicht. Dann hätten wir eigentlich nur noch das Geisterbuch, Spirit, weil ein Orb sehen wir nicht. Warte mal ganz kurz, habe ich noch irgendwann einen Fehler. Fingerabdrücke, ach, das weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt Fingerabdrücke... Also vielleicht wird es Fingerabdrücke, EMF-Ebene, wäre es ein Oni... EMF-Ebene. Aber ich sag jetzt einfach mal Fingerabdrücke, weil das ist das, was wir am wenigsten geguckt haben. Gut, ich bin mal ready. Ich schaue jetzt mal, ob es richtig ist. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich gehe dafür kein Geld der Welt mehr rein. Spirit habe ich jetzt gewählt. Spirit. Schauen wir mal, was das war. Sieht man es am Ende des Tages, oder? Ein Poltergeist. Ja, geil. Geil. Ich habe alles verloren und 15 Dollar kriege ich nur, weil du zu viel Angst hast, weiter zu recherchieren. Ich gehe da nicht rein. Also ich. Ich gehe nicht allein. Ich habe dich extra beschützt. Ich habe dich extra beschützt. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich wieder sterben lassen. Echt. Also ich hatte ja, Angst. Ich hatte Todesangst da drin. Nein. Nein. Hör mal zu, es war alles schon oben. Hör mal zu, es war alles schon oben und bereit. Du hättest nur gucken müssen, hat er ins Buch geschrieben, Fingerabdrücke. Weißt du warum? Ich war, auch bei, 5, ich war bei 5%, ich wäre da nicht mehr reingegangen. Ja und? Na, 100 pro nicht mehr. Ja, aber du hättest die Sanity-Tür nehmen können, weißt du, schuld, du mich, können. Aber eigentlich bist du selber schuld, weil ich gesagt habe, alles nur nicht Prison. Da bist du selber schuld jetzt. Ne? Stimmt ja eigentlich auch. Dann gesagt, verlasse ich jetzt und somit war's. Na, nicht. Weil ich bin ja schuld. Noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde, komm, eine Runde machen wir noch. Bitte, eine Runde. Bitte, Kurt, bitte. Bitte wegen Blutbild, ich schwöre. Ich mach da noch eine Runde. Kurt! Kurt, noch eine Runde, ich hab eine Frage. Komm, wir machen eine Runde noch, komm. Die machen wir noch mit. Ich muss alles wieder einkaufen, weil ich mich für dich geopfert habe, nur damit du dann nicht nachschaust, was los ist. Ein Level 128er muss nochmal alles kaufen. Ja, ich hab mich für dich geopfert. Ja, ja, hast eh genug Geld. Ja, ich hab erst das Geld jetzt wieder gekriegt, weil es alles weg da. Ich bin nämlich das letzte Mal uraufgestorben. Gestorben. Also warum? Ja, schau mich an. Was soll ich sagen? Ich schreck die ganze Zeit. Wenn du mich nicht hättest, du. Ja, ja, wenn ich dich nicht hätte, würde ich gar nicht sterben hier. Dann würde ich gar nicht sterben. Was redest du? Da waren doch viermal die Pillen. Ich weiß, Leute, ich habe einfach probiert, da nicht reinzugehen. Nee. Ich verlasse die Lobby jetzt und dann schauen wir, ob du das alleine schaffst. Na, ja? Eben nicht. Eben nicht, alles gut. Ich sag ja gar nichts mehr. Genau. Alter, dieser Basketball ist auch für nichts zu gebrauchen, ne?
Basketball-Profi Kurt. Alter, was ist denn das für ein scheiß Korb hier? Ah, Prison. Mach mal. Ich hab gehört, wir machen Prison. Ja, dann mach ich einen PC aus. Dann fahr ich den direkt runter. Alter, was ist das für ein scheiß Basketballkorb? Ich fahr jetzt. Du bist ein Stück Scheiße, du. So bereit. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt weg. Gell? Ich geh jetzt. Ja. Spiellied. So, wo sind wir jetzt, Alter? Wie? Ach Gott, sei Dank, kein Prison, ey. Es wäre nochmal schön, dass ich aber nicht abbreche oder nicht das Ding abbrechen muss, weil ich mich anscheiße. Aber das ist so, Leute, bei Horrorspielen, ich kack mich an. Ich kack mich wirklich an. Nee, ohne Scheiße, ich kack mich ohne Witz an, Leute. Auch wenn ihr es mir nicht glaubt, aber ich, das ist der Grund, warum ich bei Horrorspielen sau schlecht bin. Ihm schreiben alle Angstkritik. Schreibt bitte alle Angstkritik rein. Ja, ja. Guck mal, was ist denn so passiert? Hier. Finden Sie Beweise für übernatürliche Angst? Wo ist die Taschenlampe? Schaut so aus, als hättest du jetzt eine schlechte Taschenlampe. Warum krieg ich die schlechte? Was soll das? Was ist denn die schlechteste? Also die. Ja, super, danke, wirklich. Wollen wir tauschen? Doch. Na, nicht das Schüsse Haus, sag ich immer drauf. William? So. Ich muss den Geist schau, einer Jagd. Nichts, reinigen Sie den Bereich und dann ist das Geist mit Räucherstäbchen. Der William Anderson. William Anderson. Die sind immer gleich, die Geister. Unglaublich. William Anderson. Anderson William. William Anderson. Warte, ich überlege nur, was soll ich mitnehmen? Ach, das hier für Fingerabdrücke ist ganz gut. Bitte, Kurt, es reicht. Ich hab ne scheiß Taschenlampe wegen dir. Ich herrsche wieder nix. William Anderson. Was wegen mir? Ja, wegen dir hab ich ne Du kannst dir selber auch Sachen kaufen. Du. Hallo. Ja, du sagst ja nichts, dass ich so eine scheiß Taschenlampe krieg. William Anderson, William Anderson, William Anderson, William Anderson, William. William, 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 William. So undankbar. William Anderson. Ist hier ein Herr William Anderson? Ein Herr William. William Anderson? Sind wir in der Anderson City? City Hall Anderson? Adlerson, hallo? William Adlerson? Nee. Herr Anderson? Herr Gigi Anderson, sind Sie hier? Hesselhoff? Gigi Anderson, hallo? Macht sie das mit hier? Guten Tag, hier ist der Herr Anderson Verein. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich gehe rein alleine. Nicht. Die Voodoo-Puppe. Hallo, nach oben geht's. Es geht nach oben. Oben hat's ausgeschlagen. Du musst hoch, oben schlägt er aus. Der EMF-Reader. Der ist oben, der Typ. Oder die Frau. Ach, das ist ein Typ, ne? Schon wieder oben. Du bist eine bezückende Frau, bist du. Herr William Anderson. Bezückend. End- und bezückend. Entzückend. Herr Anderson? Wo ist da jetzt was? Ja, hier hat es ausgeschlagen, hallo? Ganz kurz. Wegen dem Herrn William Anderson. Sind Sie am Scheißhaus gestorben? Ja, nicht hallo? Das erste Mal. Ui. Wunderschön sind Sie, Herr Anderson. Wunderschön. Hier, was ich sehe, ne? Herr Gigi Anderson? Als Zimmer auf dem Klo. Du Luder, hallo. Acht Grad. Sind hier überall alte Menschen, Alter? 12 Grad. Bist du deppert? Minus Grad. 4 Grad. Minus Grad. Habe ich einen Hauch? Ja. Ja. Gefriertemperatur. Okay, wir haben einmal Gefriertemperatur. Dann hier ist er. Und schauen wir mal, ob ich hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen! So. Na, lass mir mal Fingerabdrücke suchen, Prinzessin. Unglaublich. Dann mach ich nicht. Das ist eine unglaubliche Präpotenz. Darf ich in der Zwischenzeit was holen? Nein, du bleibst da. Warum lässt du mich alleine, wenn ich sag, nein, du bleibst da, was soll das? So gehe ich immer drauf. Unglaublich. Ja, ich möchte nur Sachen holen, ja, meine ja. Güte. Da komme ich mit. Aber sicher nicht, du lässt mich das sicher nicht allein da drüben im Haus. Mit Herrn Gigi Anderson. Der kommt da noch so und schreit mir noch ins Ohr. Mit seinen wunderschönen Liedern, die er schreibt. Ja. Zoxy, können wir mal zusammen zocken oder mal reden? Warum haben wir drei Videokameras? Das hast fix du gekauft. Ich habe gar nichts gekauft. Das warst du. Ich habe nichts gekauft. Ich habe keine Videokameras gekauft, das ist ja das Lustige. Ja, ich habe auch nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Nimmst du
nimmst du, warte mal. Der Chat ist Zeuge, ja. Was nehme ich? Es hat ausgeschlagen, also das nehme ich noch mit. Und die Ding nehme ich mit, ich kann nichts mehr tragen. Kamera vielleicht. Na, warum soll ich? Ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche alles. Das musst du mitnehmen. Toxic, ich bin ab und zu mal auf dem Discord, aber nicht allzu oft. Dort talke ich oder schreibe manchmal mit meinen Dudes. Isif Gamer Pro, servus, spiel mal die Beta von. Wir sind schon in der Beta. Ja. Also wir spielen schon die Beta von. Also wir spielen nicht die offizielle Version. Weil das hat mir schon Shandl letztes Mal gesagt, dass wir die Beta zocken sollen. Wir haben schon im letzten Stream die Beta gezockt. Weil die halt heftiger sein soll. Mir ist aufgefallen im letzten Stream, dass es da ein bisschen Bugs gibt. Wo bist du? Aha. Danke für die Antwort. Lass mich doch nicht oben allein, was soll das? Ich will nur das Licht ausmachen, so. Meine Güte! Ich hab Angst, Angst. Unten. Und jetzt lass du mich nicht alleine. Na, weil es auf der Treppe ist. Der ist auf der Treppe hier irgendwo. Wo bist du? Was sagt er? Das haben wir. Geisterbox away. Keine Ahnung. Uns der geht durchs Haus. Der war hier unten jetzt wieder. Der läuft durchs Haus durch. Ja. Immer nichts gefunden. So, Geisterbox haben wir. Das heißt Geisterbox und Gefriertemperaturen. Genau, jetzt brauchen wir mal eins. Bitte grüß mal Christian von Daniel. Grüß mal den Christian von Daniel, auf alle Fälle. So, dann schauen wir mal. Geisterbox, Geisterbuch, nee, Gefriertemperaturen und vielleicht ein Orb. Dann haben wir ihn nämlich. Orb sehe ich keine. Mach's Licht aus. Wie Licht aus? Achso. Ich sehe auch keinen Orb irgendwo. Orbi Orb. Ist ein Orbitalser, das ist online. Nicht. Ich mach kein Orbi. Das Buch mit. Och Menno, ein vor Orbi. Och Menno. Das heißt, wir haben keinen Orbi. Der einzige. Vielleicht ein bisschen warten. Geh du sonst mal vor und ich schau mir das hier an. Aber schau mal, wie Matt auf mir. Da sieht man, auf wen er Matt ist und auf wen nicht, ne? Ich hab grad das Sanity Peeling genommen. Ach, deshalb. Okay. Ich hab weniger gehabt. Die, ja, moin, dann nehme ich auch. Ich kann nicht verstehen, dass die mich alle hassen, die Geister. Mit? Ja, war alles dabei. Räucherstäbchen machen wir dann am Schluss. Ja, feindlicher Orbitalsatellit online. Ja. Ja, ich hab wirklich Angst. Feindliche ich Krone online. Fan, Angst mit. Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Gigi Anderson. Hallo. Ist okay, wenn ich mich hier hinsetze? Oder macht Schreib sie das? Buch. Macht sie das Matt, wenn ich hier sitze? Oh, hier ist Gefriertemperatur. Schreib ins Buch. Schreib ins Gib Buch. Gib mir mal das UV-Ding. Das? Okay. Warte mal. Ja, gib mir mal das UV. Hoppala, falsch. Das UV. Jo. Haben Sie einen Orbitalsatellit? Sind Sie verheiratet? Herr Anderson? Herr Anderson, ich bin hier. Herr Anderson? Sind Sie ledig verheiratet? Haben Sie Kinder? Warte, mach das Ding mal an. Haben Sie Kinder? Hast du Kinder? Bist du da? Also ich sehe nichts. Wo bist du? Funktioniert so nicht. Wo bist du? Warte. So. Wo bist du? Close. Okay, er ist sehr close. So. Aber er hat das Ding geblinkt. Im Klo. Im Klo? Das ist der schon wieder scheißen oder was? Gehen all unsere Geister irgendwie scheißen heute? Unglaublich. Probier er ist mal close, was, aber. Klo die ganze Zeit blinkt. Also, ich geh mal ins Klo rein, ja. Warte, ich geh auch mal ins Klo. Ah!
schreib ins Buch. Ich frage mal, wo am Klo ist. Bist du am Klo? Wo bist du? Wo bist du? Mach nochmal aus. Wo bist du? Vor, der ist schon wieder weit weg, der Arsch. Wie heißt du? Magst du Kuchen? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie heißt du? Magst du Gummibärchen? Bist du hier? Bist du hier? Irgendwie streut er im Haus rum, glaube ich. Ja. Magst du Kuchen? Wie alt bist du? Oh, lass mir was probieren. Lass mir was probieren. Okay. Würde mich jetzt interessieren. Mhm. Wo bist du? Wo bist du? Nee, der ist da. Okay. Warum immer ich? Warum immer ich? Jetzt habe ich sogar die zwei Türen zugemacht und mich in die letzte Ecke verschachtelt. Immer bin's ich, Alter. Immer. Es ist unglaublich. Schön, wie ich weggelaufen bin. Schau mal, ich habe sogar zugemacht und alles. Ich versteh's nicht. Ich bin Endsmet, Alter. Jedes Mal fickt er mich. Oh, guck mal. Hier wäre was gewesen. Alter, unglaublich. Ich gehe immer dorthin, wo der Scheiß gerade hingeht, Alter. Das kannst du nicht. Der hat doch, die haben doch alle irgendwie einen Crush auf mich oder ich weiß nicht. Ah, schau mal, hier ist er. Dann können wir hier mal ein schönes Foto machen. Ach, so ein Ding ist das. Ich weiß nicht, was heute los ist. Jedes Mal trifft es mich. Endsmet, Alter. Endsmet. Schau mal, der geht auch nicht mal richtig. Der fliegt. Schau mal, der geht nicht. Der fliegt einfach durch die Map. Nee, der slidet. Er slidet durchs Haus. Ach komm, ich will ein Foto von dir. Bruder, komm, sei mal lieb. Gib mir immer so eine Hacke dabei, fällt mir so auf. Immer wenn die in dem Haus haben, die eine Axt dabei. Jetzt furzt auch die Treppen hoch, schau. Was ist das, der streunt hier durch? Dann trifft sie da mich, ne? Ist so typisch. Ach komm, ich will mal ein schönes Gesicht haben hier von dir. Ich mach mal auf Ehre, Mann. Oh mein Gott! Puh, Alter! Muss ich das jetzt hier umdrehen, Alter? Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ja, aber geil. Habe ich mal wieder toll hinbekommen. Habe ich mal wieder richtig toll hinbekommen. Ist doch unglaublich. Weißt du, immer bin ich derjenige, der... Na, nie sie! Wobei, letztes Mal sie. Aber ich bin ehrlich, lieber ich als sie, weil dann, wenn ich das allein machen muss, dann kriege ich einen Anfall. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr erfreut drüber. Können wir mal zusammen zocken? Toxic! No front, ich zock immer nur mit Freunden, die ich kenne. Weil ich finde es auch in irgendeiner Hinsicht scheiße, wenn Leute mit mir zocken wollen. Weil sie, sag mal so, es gibt viele Leute, die mit mir zocken wollen. Und dann suche ich mir jemanden aus, der zum Beispiel donated hat oder sowas. Das war auch nicht ganz fair. Und deshalb, ich zocke nur mit Leuten, die so ein Real Life auch kenne. Weil ich weiß ja nie, wer dahinter ist, ne? Man kann es ja nie wissen. Und damit es einfach auch fair ist. Schön, ich auf dir. Hallo. Ah, hallo, schön. Na, geil. Die Kamera jetzt anders hingestellt. It's Gamerpo. Okay, nice. Könntest du mich und nochmal Geisterorb Flodapo gießen? Wir haben. Nice. Wir feiern dich mega. Ist Gamerpro und den Flodapo gießen mal, jawohl. Ich hab die Kamera einfach anders positioniert. Ja, geil. Jetzt sieht man Orbs, ne? Jetzt sieht man sicher Orbs. Da rechts sind ja, die Orbs. Ja, ist ein Orb. Ja, geil, ey. So, ist ein Mal. Ist ja auch arschig, ne? Entkommen sie dem Geist während einer Jagd. Bin ich schon, aber wird natürlich nicht gezählt.
Ist das da? Meine ich. Soll ich ja. die Räucherstäbchen machen, dann wirf den Bären. Nein. Jetzt melde ich nicht mehr. Wenn ich es nicht machen soll, dann wirf den Bären. Komm, wir fahren. Wir fahren nach Hause. Hast du alles eingeben? Ja, hab ich. Jetzt kann ich ja doch sagen, dass ich mir versteckt habe. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich hab mich wirklich versteckt. Ich hab mich wirklich versteckt jetzt. Ich hab die Tür zugemacht. Weißt du, was ich gemacht hab? Was? Hast du nicht gesehen? Nein. Ich bin weggelaufen vor ihm. Ich hab's nicht gesehen. Er ist zuerst mir nachgelaufen. Und ich bin dann um die Kartons herum und dann ist er nach dir gekommen. Alter, wirklich? Du hast ihn zu mir gelockt, danke dafür. Nein, habe ich nicht, wir waren beide im Raum, ja. Aber er wollte erst nicht snacken und deswegen bin ich weggelaufen. Alles klar. Tja, ich sag gar nichts dazu, ich sag einfach gar nichts dazu. Kein Bock mehr, gell? Na, kein Bock mehr. Einfach kein Bock mehr. Ja, was ist denn da los? Sag mal. Ich setze mich also auf die Couch, ja, und lass es einfach passieren. Ja. Lass laufen. Ich lass jetzt laufen, ja. Ich lass jetzt die nächste Mal wieder ohne Brille. Mit Brille wird das nix. Mit Brille ist bei mir nicht gut. Oder? EMF5 hat man immer, wenn er Hand hat. Das ist aber kein Beweis. Na, EMF4. Wir hatten nicht EMF5. Der hat EMF4 ausgeschlagen. Das wüsste ich sonst. Wenn er Hand hat, auch da macht er nicht auf 5. Nicht mal da auf 5. Immer nur 4, wenn er ausschlägt. Wenn es nicht ist. Jo, Leute. Gut. Ich würde dann sagen. Stumm dich mal. Das war's für heute. Warte mal, du kannst mich stummen. Achso, oder ich stumm dich. Ja, das geht auch. Ich muss dich auch. Ja, ja. So. Also, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Stream gefallen. Es war auf jeden Fall wieder lustig, außer dass ich die ganze Zeit raufgehe. Ne, man kennt's. Auf jeden Fall, schöne Fotos haben wir gemacht heute. Und wir haben heute einen Klogeist tatsächlich gefunden. Einen Knochen haben wir auch heute gefunden, wunderschön. Und ich würde sagen, ich gehe noch ein bisschen hier die Leute durch, die noch ein bisschen aktiv im Chat sind. Und werde jetzt mal ein bisschen hier durchlesen, ne? Und warte, wie kann ich Spenden anmachen? Auf PS4 kannst du Herzring machen. Oder Lick, Kalb. Bruder, ich habe das wirklich gerade entziffern müssen, ne? Ein Lick, Kalb. Was ist ein Lick, Kalb? Unglaublich. Ich kann es nicht lesen, Bruder. Like-Hype oder was? Ich bin so verwirrt. So, auf jeden Fall, ich gehe jetzt noch ein bisschen durch hier mit neben der Schaufel und schauen wir mal, wer noch alles aktiv dabei ist. Wir gehen mal jetzt ein bisschen durchgrüßen. Schauen wir mal, wer noch da ist und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, der Hund auf Geisterjagd oder auf RLO unterwegs. Man weiß es noch nicht. Einfach mal schauen und grüßen wir mal ein bisschen durch. Grüß mal Michael als VIP und warte mal, kann ich da irgendwie rausgehen auf zwischenzeitlich? Ich komm, scheiß drauf. Lass das hier durchlaufen einfach. So, Kurti Kornspitz grüßen wir noch. Dann Tigers Team grüß ich. Philipp 1-7 grüß mal jetzt. ACTV 2-0 grüß ich. Jan grüß ich. Heiko grüß ich. Franziska grüß ich. Ryan grüß mal. Finn Luca wird auch erstmal gegrüßt. Fun Gamer 11 wird gegrüßelt. Dann Small Pegasus grüß ich ebenfalls. Dann haben wir noch alles. Freaky Baron grüße ich, Christian grüße ich, Wuffi 1-7 grüße ich, Sebastian grüße mal, Henry grüße ich, Simon grüße ich, Vinzibus grüße mal, Zocker Pro grüße ich, It's David Gaming grüße mal als VIP, Theresa Wilde grüße mal, den Thomas grüße ich, Berke grüße ich, Oma Uli grüße mal als VIP, The Big Shot grüße mal noch als VIP. Warte, gehen wir mal die ganzen VIPs hier noch durch. Xion und Ronili Fan, dann Michelle 18, Stoneman 1555. Michael, irischer Xion und Spartus aka Navy Schaf grüßen wir noch als VP, genau. Hopp, Lauf grüßen wir noch als VP. The Big Shot haben wir schon gegrüßt, genau. Chameleon Don und war noch ein VP? Ne, Chameleon Don grüßen wir, jawohl. Maxi TV grüßen wir, Gamerlord grüße ich. H. Wachmann grüßen wir, Claudio Free grüße ich, Gameboy grüßen wir. Den Mert grüße ich, Flux grüße mal, Kevin grüße ich, Ben grüße ich, einen guten Ben. Körtel grüße mal noch als VIP, Hex LP grüße ich. Dann haben wir noch alles, 2KMF grüße ich, Florian grüße ich, Drabu grüße mal. Also Feuerfurz grüße mal als VIP, Chris S grüße mal als VIP, Franziska grüße mal noch, Eluga grüße ich, Pörtro grüße ich,
Dann haben wir noch Firefighter SN. Linda, danke fürs Moderieren. Grüße noch raus an dich. Lukas LHG grüßt man noch. Cindy grüße ich noch. BlackRose78 grüßt man ebenfalls noch aus Frankfurt. Hoppelauflauf. Ich habe Hopplauflauf gelesen. Weißt du, was nämlich das Lustige ist? Du kannst nämlich Hoppel, weil das ist ja alles klein geschrieben dahinter, ne? Du kannst es Hoppelauflauf nennen oder Hopplauflauf. Ich war voll verwirrt. Der Hopplauflauf, geilster Name. Also Hoppelauflauf, ey. Das ist wieder komplett lost hier im Stream. Unglaublich. Zocker TV, Grüße noch als VIP. Azura D noch als VIP. Xion-Fan 2409, grüßen wir den Ben, grüßen wir noch, Ruben grüße ich, der Toxic Lion grüßen wir noch, wen haben wir noch alles, Mark am Rage grüße ich, Dennis, danke für den Euro, grüße ihn raus, Marprix haut VIP raus und Mr. Ketter, der hat von auch VIP rausgeschallert, vielen Dank noch dafür, Foxy Bolsters grüßen wir, Sophie grüße ich, Claudio Free grüßen wir, Asma grüßen wir, Merz grüße ich, Sarah grüßen wir, Zocker TV grüßen wir, VIP, Max grüße ich, Dazer2626 grüß mal Adam, grüß ich. Azura D habe ich da schon gegrüßt als VIP, aber grüß ihn mal raus, was nicht gehört hast. Maprix grüß mal noch als VIP. Das ist der Sound auf die Spende. Nenn mich einfach Colin. Glaub mir, das werde ich mir nicht merken. Hoppelauflauf Colin oder was? Nenn dich einfach Hoppelauflauf Colin, dann wissen wir, wer du bist. Conny FK grüß mal noch, Alexander grüß mal. Gamer Girl Bella grüße ich. Valvo, danke noch für 1 Euro. Grüße gehen raus. Kuss. Ne? Würde jetzt da Putti sagen. Kuss. So, Dankeschön auch an. Wen haben wir noch? Itachi Uchiha. Bester Name EU West, by the way. Sandra Cardillo grüße mir noch als VIP. Breaker 107 grüße mal. Bravo grüße ich. Spicero grüße ich. TexLP grüße ich. Yeti Strumpf grüße mir noch. Thomas wird gegrüßelt. Banana Gang grüße ich, V12 grüße mal, Foxy grüße ich, Dazer 26 schon gegrüßt, genau, Goldie 0610 immer am Start. Wünsche noch einen schönen Abend und einen schönen Tag bis zum nächsten Stream, jawohl. So, that's you, grüße aus NRW, danke schön zurück. Officer Hartmann 127 grüße natürlich auch als VIP. PRX Deprikind grüße mal, danke auch für den Euro. Hoffentlich bist du nicht wirklich Depri. Let's Play mit Felix grüße mal noch, RLO 2.0 grüße mal. Der Fake Xyun ist am Start, den grüßen wir auch noch. Papa Felden grüß mal. Fight Sophie grüß ich. Lampi. Das war Stream auf Rot. Ne, Grüße gehen raus noch an dich, bester Name. Knacksnime grüß mal noch. Nomren grüß mal CRP. Leonard grüß mal noch. Cookie grüß ich. Bomsel grüß mal. Amy wird noch gegrüßt. Slime Gaming auch danke fürs Moderieren. Und Toast danke fürs Moderieren. Ja, beide, dankeschön. Maximilian grüßt mal ebenfalls. Internetverbindung wird auch gegrüßt. Danke, dass du so stable bist, ne? Stabil, Bruder! Stabil! Also 7 Ralf, grüß mal. Geiti Skills, grüß mal. Ach ja, by the way, ich werde mich höchstwahrscheinlich jetzt dann gleich an neue Einblenden setzen. Habt ihr irgendeine Idee für eine Einblende? Also jetzt so einen Chat. Also jetzt mal so Real Talk aus dem DxDosh-Hype, ja? Für die Leute, die jetzt noch aktiv dabei sind, die immer ganz am Ende bleiben, da weiß ich immer, dass das die Real Fans sind, die sich auch nochmal hier die Durchgrüßrunde anhören wollen. Da habe ich jetzt eine Frage an euch, wie gesagt, ich möchte neue Einblenden machen bezüglich Donations, ja, sprich auch mit neuen Abstufungen und so, dass ab so und so viel das eingeblendet wird und so weiter und so fort. By the way, ey, deswegen noch 70 Likes bis 5000k, ne, 5000k, bis 5k meine ich, für 5000 Likes, mach die nochmal voll. Ne, was ich sagen wollte, habt ihr eine Idee für eine Einblende, die ich vielleicht umsetzen könnte? Also soll ich vielleicht eine Kanzler-Einblende machen mit einem Shorty? Dass der Shorty zum Beispiel kommt. Meine sehr werten Österreicher. Meine sehr werten Zuschauer und Zuschauerinnen. Oder so irgendwas, keine Ahnung. Bei irgendeiner Doni. Das wäre doch voll geil, wenn er eine Durchsage macht, so ab einer. Ich weiß nicht, bei einer so voll krassen Doni irgendwie. Ich weiß nicht, bei so einer. Ich weiß halt nicht, was für eine Einblende, ne? Ja, mach eine Rubellos-Einblende. Rubellos-Einblende. Einen fallenden Döner, okay. Auch nicht schlecht. Der Crazy Driver, danke nochmal für einen Euro. Grüße ihn raus. Eine Radlfahrer-Einblende. Das wäre geil, eine Radl. Steht euch so einen animierten Radlfahrer vor, der gerade über. Ey, das ist eine geile Idee, warte mal. Ich schreibe mir das mal auf hier, wartet mal, Leute. Ich mache mir gerade ein Textdokument auf. Aber das muss ich mir wo machen lassen. Da muss ich jemanden. Warte mal. Radlfahrer. Einblende. In Klammern wird überfahren. Das ist ja doch voll die geile Einblende, wenn der überfahren wird. So, vielleicht lasse ich mal das animieren oder so. Mal gucken. Was habt ihr noch?
Eine Schniedel-Andel-Einblende braucht man nicht, weil das sieht man nicht. Also da hätten wir einfach eine transparente Einblende. Von dem her würde sich das nichts bringen. Ne? Der war gar nicht schlecht, ne? Der war gar nicht schlecht. Also Radlfahrer-Einblende haben wir schon. Hirschhalb. Reizdarmhalb. Ne, das ist jetzt... Ahirsch? Ahirsch wäre auch ganz lustig. Ahirsch, warte mal. Ahirsch, ich schreib's mal auf. Also ich will für eine Slime-Einblende. Ja, für die Motzen-Einblende natürlich. So weit kommt's noch. So, was haben wir noch? Ein Kanzler oder irgendwie... Warte, ich mach mal Kanzler. Bundeskanzler. Schade, wenn das Shorty kein Bundeskanzler mehr ist. Das wäre sehr schade, dann kann ich nicht mehr benutzen. So, das wäre so für ein paar Jahre noch. Ich glaube, lang hält das nicht mehr durch. Liebe Polizisten, Polizistin, eine Spende vom Nehammer. Mhm. Nee, Leute, was hat denn Rubbellos? Ich weiß nicht, Rubbellos-Hype? Was ist ein Rubbellos-Hype? Ich weiß nicht, ob das ganz so geil wäre. Maprix, sagen wir für 2 Euro, bist der beste Hashtag Streberhund. Ja, heute mal Streber, das hat nichts gebracht. Fail-RP-Einblende? Nee, ist ja, das ist keine schöne. Wenn Fail-RP passiert, ist das ja nichts Schönes. Muss ja schon eine schöne Einblende sein. Ich schau mal, ob der Chat noch irgendwas offen hat. Namen Saki. Nee, der ist zu neu. Das checken so viele, glaube ich, nicht. Irgendwas fallende Stühle auf den Kopf. Das findest du lustig, okay. Der Papierfliegerandel. Ey, wenn ich das Meme noch finde. Ich habe das Meme vom Papierfliegerandel. Aber das kann ich leider nicht benutzen, weil der Andel sein Gesicht drauf ist auf dem Papierflieger. Ich kann nur so viel sagen. In unserer WhatsApp-Gruppe, das war vor Jahren, hat der gute Berli damals, der hat einen Papierfliegerandel gemacht. So Andel auf dem Papierflieger mit dem Kopf drauf. Das war so schön. Nee, habt ihr noch irgendeine geile Idee? FBI Open Up Einblende? Jein, weiß nicht. Es muss auch passend sein. Also ich finde, also das mit der Radlfahrer-Einblende fand ich geil. Der arme Junge. Ja gut, das ist der arme, es ist eine Donation Einblende. Also es muss schon dazu passen zu einer Droni, ne? Wenn der Bundeskanzler kommt, das finde ich auch lustig. Radlfahrer finde ich lustig, dass der getriggert wird. Andel, der im Kombi fährt, Einblende. Die Cringe-Tiger-Einblende. US Air Force. Ey, eine Air Force-Einblende. Das heißt, hier ist die US Air Force. Warte mal. Ich mach das mal. Hier ist die US. Das ist gar nicht so schlecht. Air Force. Genau, das machen wir auch. Wäre eine Idee. Hat doch wäre eine geile Idee dafür. Eine 1:7-Einblende. Könnte ich auch mal. Warte, 1:7-Einblende. Okay. Habe ich notiert. Abo-Hype, ich müsste eine neue Abo-Einblende, also sowieso, ich würde gerne meinen Like-Hype neu machen. Like-Hype neu, dann Lasershow neu, BZW in Klammer neue Musik, die jetzige geht mir schon ein bisschen am Arsch. Also ich habe einen neuen Like-Hype, neue Lasershow, Abo-Hype mache ich rein, jawohl. Fußraumspinne. Oh nee, Alter, wenn das kommt, Bruder, da lache ich mich schlapp. Ah, vielleicht kommt Fußraumspinne, ich tu's mal rein. Fußraumspinne, ja, wäre auch eine Idee. 1000 Hunde, die irgendwo reinstürmen, ja, das wär's. Also ich habe jetzt die 1:7 einblenden, die Fußraumspinne habe ich auch mit reingenommen. Rubbellos, 10k Lack einblende, ja moin, das wär's. Köftespieß einblende. Ja, damit kann mich leider nicht identifizieren. Mein Köftespinnen-Sound. Das mache ich, wenn die Fußraumspinne reinmettelt. Das wäre lustig. Also, Radlfahrer haben wir jetzt. Ahirsch haben wir. 1:7 Einblende haben wir. Jo. Ich glaube eigentlich, das sind relativ gute Stichpunkte. Das Geilste ist sowieso die Radlfahrer-Einblende. Das wäre mit Abstand die geilste, ne? Eine Eskalationseinblende, eine Eskalation. Urinpanzer. Och nee, Alter, ich stell mir gerade vor, dass ich mir einen Panzer animieren lasse, der wirklich statt Raketen Urin vorne rausschießt. So richtig irgendwo hinpisst. Aber da hat damit das Video 100 Pro gesperrt. Urinpanzer-Einblende, nee. Shiba-Hype. Shiba Inu-Hype aus, ja süß. Urin-Tiger-Alarm, oh nee. Ja, Fail-RP-Einblende wäre nicht so schön, weil ich finde, Fail-RP ist kein Hype wert, ne? Wenn Fail-RP passiert, ist das ja nicht schön. Ich muss raus, Einblende.
Ja, die ist schon so alt. Noch irgendwas mit Andel, ich weiß nicht, was der. Die Cringe-Tiger-Einblende wäre möglich. Mit einem Winker oder sowas. Das, aber das ist mir doch zu cringe in meinem Stream, wenn ich ehrlich bin. Da sag ich mit einem Hund als Brille. Dass mir das doch zu cringe wäre, wenn Andel in meinem Stream wäre. Polizeieinsatz-Einblende. Wie gesagt, Andel hat einen kleinen Schniepel, kann man nicht machen. Weil wenn ich da eine Schniepel-Einblende mache, dann sieht man ja nichts, Leute. Das ist Jumpscare-Einblende. Ich will nicht, dass irgendwer sich erschreckt in meinem Stream. Mach 1 zu 7 Auspuffanlage. Ja, das habe ich mir auch gedacht. V8, das macht Krach in der Nacht. So ein kleinen Cover aufnehmen, das wär's. So ein 1 zu 7 Cover. Alter, das wird doch geil. Wisst ihr, was ich mache höchstwahrscheinlich? Ich werde so ein 1 zu 7 Beat nehmen, also keinen offiziellen, sondern einen, wo ich ein Recht drauf habe und werde so ein bisschen 1 zu 7 nachmachen. V8, das macht Krach in der Nacht. Die 1 zu 7 Auspuffanlage. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber gut, ich glaube, da sind wir schon relativ gut bedient, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Also ich habe jetzt Radlfahrer-Einblende, wo ein Radlfahrer überfahren wird. Eine Ahirsch-Einblende, der die Bundeskanzler-Einblende, die ich am besten finde irgendwie. Hier ist die US Air Force, hätte ich noch als Einblende. 1 zu 7 Einblende, Fußraumspinne-Einblende. Like Hype neue Lasershow mit neuer Musik und Abo-Hype hätte ich jetzt alles drin. Und damit wäre ich eigentlich zufrieden. Ach, warte mal, die Like-Einblende wäre neu. Weil jetzt habe ich, schau mal, guck mal, diese Like-Einblende, wie alt die ist. Da war es damals viel, wenn 2000 Likes auf dem Stream waren. Jetzt haben wir auf jeden Stream gefühlt zwischen 5 und 10.000 Likes. Guck mal. Und vor allem, wenn ihr mal genau hinguckt, wartet mal. Die habe ich ja selber gemacht. Da seht ihr sogar unter dem Finger, seht ihr das? Da ist eine Maus, eine echte. Das war die echte Maus, ne? Guck mal. Die echte Maus ist darunter. Das hat mich übelst getriggert, deshalb benutze ich die nie. Eine Nja-Einblende. Nja. Ja, ich werde mir was einfallen lassen. Leute, aber danke für eure Info. Ich habe jetzt, ich habe mir jetzt gute Sachen hier aufgeschrieben. Das werde ich auf jeden Fall so umsetzen, höchstwahrscheinlich. Dann werde ich das heute angehen, dass wir vielleicht im nächsten Stream schon die neue Einblenden haben. Mal gucken. Ich werde mein Bestes probieren, ja? Dankeschön nochmal an Tunity fürs 3x Resubben. Max, danke fürs neue VIP werden. Und Marco Ermann ist auch neu VIP geworden. Danke auch dafür. Und gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich übermorgen oder morgen. Mal schauen. Und ja, wir machen eine geile Einblende. Freut euch auf den vielleicht nächsten Stream, dass wir da schon die neue Einblende haben. Ich hoffe es. Und ja, der CL500, genau, die CL500 Einblende. Bruder, der CL500, der lässt sich nicht von selbst abbezahlen, ne? So, also Leute, ich würde sagen, macht noch einen schönen Abend heute. Chillt ein bisschen. Abonniert diesen Kanal. Erzählt euren Leuten, euren Freunden, dass es diesen Kanal hier überhaupt gibt. Damit supportet ihr mich auch. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Und ja, schaut mal. VIP-Sound. Ach, die VIP-Einblende will ich neu machen. Stimmt, ey, Bruder. Vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. VIP-Einblende neu. Vielleicht mit ein bisschen Musik, so ein ganz kurzer Ton. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Aber ich hätte gerne eine neue VIP-Einblende. Die ist jetzt auch schon ausgelutscht. Also, Leute, dann würde ich sagen, haut rein. Ein schönes Tschüssikowski und bleibt gesund. Und ja, macht denn, ne? Also, Tschüssikowski, wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen oder übermorgen. Eine wunderschöne gute Nacht. Und bleibt gesund, ja.